freue mich, zu Ihnen über das Thema von Fatima sprechen zu können, für das ich schon viele Energie aufgewendet habe, um ein bisschen mehr noch hinter die wichtige Botschaft der Mutter Gottes zu kommen. Es sind nun 100 Jahre her, seit Fatima 1917 bis 2017. Und es hätte einiges geschehen sollen in diesen 100 Jahren. Und es ist nicht geschehen von Seiten der Kirche. Die Grundereignisse von Fatima brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht lange zu erklären. Die Mutter Gottes ist drei Kindern erschienen, 6-mal hintereinander vom 13. Mai 1917 bis 13. Oktober 1917. Am 13. Juli hat sie ihnen die Botschaft oder das Geheimnis gesagt. Man sagt gewöhnlich drei Geheimnisse, genauer sagt Schwester Lucia, es ist ein Geheimnis in drei Teilen. Die hängen nämlich eng zusammen. Und 1930 wurde, ja, das erste Geheimnis betrifft das persönliche Heil, das zweite Geheimnis betrifft die menschliche Gesellschaft, die Staaten und ihr Aufstand gegen Christus. Und das dritte Geheimnis betrifft offenbar besonders die Kirchenkrise. 1930 wurde das zweite Geheimnis teilweise veröffentlicht. Das heißt, im Juli 1917 hat Maria um die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens gebeten und gesagt, sie käme nochmal, um das dann direkt konkret zu fordern. Das war dann 1929, kam die Mutter Gottes noch einmal, 1930 wurde das veröffentlicht. Und Pius XI. Sollte die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens zusammen mit allen Bischöfen in feierlichster Weise vornehmen, was nicht geschah. Um 1940 wurde dann das dritte Geheimnis auf Befehl des Bischofs niedergeschrieben. Dritte Geheimnis, das bis jetzt nur in Teilen bekannt ist. Spätestens 1960 hätte es veröffentlicht werden müssen, was aber nicht geschehen ist. Wir werden darauf noch etwas ausführlicher kommen. Im Jahre 2000 kam es dann scheinbar zur Veröffentlichung des dritten Geheimnisses. Aber wie wir sehen werden, ist es nur ein Teil des Geheimnisses. Anscheinend hat das Geheimnis zwei Teile, eine Vision und Kommentar. Nur die Vision wurde veröffentlicht und nicht der Kommentar dazu. Es gibt heute einige Veröffentlichungen. Ja, also wir wollen uns besonders mit dem dritten Geheimnis beschäftigen. Das hier hätte veröffentlicht werden müssen. Und nach Malachi Martin wäre die gesamte Entwicklung, Malachi Martin, der Sekretär von Kardinal Bea zur Zeit Johannes des 23., der das dritte Geheimnis lesen durfte, der aber nicht direkt etwas darüber sagen durfte, er durfte nur um den Brei herumreden. Ja, also 1960 hätte es veröffentlicht werden sollen und Kardinal Bea, Malachi Martin, sagte nun eben, es ist das dritte Geheimnis, ist ein bedingtes Geheimnis. Es ist ein entweder oder. Wenn der Papst das tut, dann wird es nicht geschehen. Wenn er es nicht tut, werden die ganzen kommenden Ereignisse ablaufen. Und er sagt sogar, Malachi Martin, welche beiden Dinge es sind. Die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens hätte bis 1960 geschehen sollen. Und das dritte Geheimnis hätte 1960 veröffentlicht werden sollen. Dann wäre diese gesamte Entwicklung von Gott gestoppt worden. Und wir werden auch einigermaßen verstehen können, warum. Nun aber ist es nicht
gestoppt worden. Und wir sind in einer großen Krise der Kirche und der Welt, die sich gegen Gott auflehnt. Offiziell ist das Geheimnis also ganz veröffentlicht. Aber es gibt verschiedene Gründe, dass das nicht der Fall ist. Die Vision, die im Jahre 2000 veröffentlicht wurde, sagt aus, dass der Papst einen Berg hinaufgeht, mit ihm Bischöfe und Priester, und sie werden dann alle umgebracht. Papst, Bischöfe, Priester und viele Gläubige, die als Märtyrer sterben. Aber es ist kein Kommentar dazu. Nun sieht man leicht, dass das unvollständig ist. Oder muss man es sehr stark erahnen, denn die Mutter Gottes kommt doch bestimmt nicht 100 Jahre im Voraus und sagt, der Papst wird sterben, die Bischöfe, die Priester, so, ich gehe jetzt wieder. Sondern der wird sagen, ja, warum denn? Und wie man es verhindern könnte. Und darum ist offenbar, erfordert diese Vision offensichtlich einen Kommentar. Auch hat der Vatikan behauptet, es sei jetzt wirklich alles veröffentlicht. Es sei nichts mehr nicht veröffentlicht. Was offensichtlich nicht stimmen kann, denn es sind ja immer noch die Worte. In Portugal wird das Dogma des Glaubens erhalten bleiben und so weiter. Diese Worte sind in den vierten Memoiren von Schwester Lucia niedergeschrieben. Und dieses und so weiter hat bestimmt nicht die Mutter Gottes gesagt, sondern das hat nur die Schwester Lucia niedergeschrieben, weil die Mutter Gottes noch was gesagt hat. Und wenn der Vatikan behauptet, es ist alles veröffentlicht, dann ist das ein Widerspruch. Und der Roma hat versucht, es zu vertuschen, indem bei der Veröffentlichung im Jahr 2000, im Juni, ich glaube 26. Juni 2000, durch Kardinal Bertone und Kardinal Ratzinger, sind die dritten Memoiren von Schwester Lucia zitiert worden, wo eben dieses Wort über Portugal nicht drin ist. Und die Worte über Portugal sind nur in die Fußnoten versetzt worden. Offenbar war es einem peinlich, man hat versucht, das ein bisschen an den Rand zu drücken. Außerdem ist kein Wort Mariens veröffentlicht. Wir wissen, dass das dritte Geheimnis Worte Mariens enthält. Denn wir wissen, Francesco hat nichts gehört. Er hat alles gesehen. Die beiden Mädchen haben gesehen und gehört. Die Mutter Gottes gesehen und gehört. Francesco nicht. Und nach dem dritten Geheimnis sagt die Mutter Gottes an Schwester an Lucia, ihr dürft es niemandem sagen, ihr dürft es nur Francesco sagen. Also offensichtlich besteht das dritte Geheimnis aus Worten der Mutter Gottes, die da nicht auftauchen. Inzwischen gibt es größere Veröffentlichungen von Antonio Socci, Il Quarto Segreto di Fatima 2006 oder Christopher Ferrara, The Sacred Still Hidden oder Saverio Gaeta, Fatima Tutta la Verità 2017, wobei das letzte Buch Positionen vertritt, dem man nicht immer folgen kann. Und die umfassend nachweisen, dass es die Veröffentlichung unvollständig ist. Interessant ist auch, dass im März 2000 der zuständige Bischof Serafim von Fatima im Auftrag des Papstes in einer Pressekonferenz angegeben hat, dass der Papst in Fatima, wenn er kommen wird, am 13. Mai, eine für die gesamte Menschheit wichtige Botschaft verkünden würde. Das hat der Bischof Serafim nachher zu verleugnen versucht, diese Aussage, obwohl sie auf Tonband festgehalten war. Und
tatsächlich ist die Botschaft, die dann veröffentlicht wurde, und nicht am 13. Mai, sondern erst im Juni, nicht, kann man nicht sagen. Es ist eine für die gesamte Menschheit wichtige Botschaft. Also sieht man, da ist etwas schiefgelaufen. Kann das sein, dass Rom uns dermaßen an der Nase herumführt, um das nochmal ganz höflich zu sagen? Wir sehen, es gibt im Zusammenhang mit Fatima viele Täuschungen oder sagen wir Lügen. Ich kann jetzt nicht alles ausführlich durchnehmen, wir haben zu wenig Zeit. Es gibt schon Unregellichkeiten bei der Veröffentlichung der ersten beiden Geheimnisse. Bischof da Silva stellt etwa die vier Erfordernisse für die Erfüllung der ersten Samstage falsch dar. Er meint, die Betrachtung ist schon im Rosenkranz eingeschlossen. Später wird der Schwester Lucia anhalten, Pius XII. Mitzuteilen, mit der Bischof von Fatima, Schwester Lucia anhalten, Pius XII. Zu sagen, die Mutter Gottes fordert die Weltweihe an ihr unbeflecktes Herz. Der Bischof von Fatima hat es gut gemeint, menschlich gesehen, damit es für Pius XII. Nicht so schwierig wird, denn eine Weltweihe ist leichter als eine politisch schwierige Russlandweihe. Und so hat man immer mit den Worten der Mutter Gottes gemogelt. Dann das Interview mit Pater Fuentes 1957, also 3 Jahre vor dem Jahr 1960, wo das Geheimnis hätte nach dem Willen der Mutter Gottes veröffentlicht werden sollen, hat Schwester Lucia mit Pater Fuentes ein Interview mit ihm ein paar Dinge angetönt über eine kommende Kirchenkrise und vor allem über apokalyptische Entwicklungen. Daraufhin ist Schwester Lucia, hat der Vatikan das widerrufen und Schwester Lucia ist verdonnert worden, nichts mehr ganz eingeschlossen zu bleiben im Kloster, und sie durfte nicht mehr sprechen. Eine Zeit lang nur noch mit Erlaubnis des Heiligen Stuhls durfte sie mit Leuten sprechen, nicht einmal mit ihrem jahrelangen Beichtvater durfte sie mehr zusammenkommen. So sehr hatte man Angst, offenbar, sie könnte etwas verlauten lassen. Bischof Amaral hat 1984, am 10. September 1984 in der großen Halle der Technischen Universität Wien zugegeben, dass es sich um eine Glaubenskrise handelt im dritten Geheimnis. Später hat er es wieder verleugnet. Als er dann pensioniert war, hat er es wieder zugegeben. Erzbischof Bertone, der damals der zweite Mann war in der Glaubenskongregation neben Kardinal Ratzinger, hat sich mehr als unredlich verhalten. Er hat im Jahr 2000 versichert, es ist nicht die Mutter Gottes, die das Jahr 1960 festgelegt hat für die Veröffentlichung des dritten Geheimnisses. Das sei nur eine Idee von Schwester Lucia gewesen. Sie hätte sich das so ausgedacht. Und 7 Jahre lang hat er das immer wieder öffentlich gesagt. Und dann im Jahr 2007 hat er im Fernsehen einen Brief gezeigt, einen Briefumschlag, wo das Geheimnis drin ist. Und da stand mit der Schrift von Schwester Lucia, es ist der explizite Wille der Mutter Gottes, dass dieses Geheimnis 1960 veröffentlicht wird. Also hat er sich selber zu 100% widerlegt. Man ist also bereit, offenbar geht es um vieles, man ist bereit, die Gläubigen an der Nase herumzuführen. Und man darf nicht alles glauben,
was so gesagt wird, wenn es Zusammenhang hat mit dem Geheimnis von Fatima. Nun wollen wir ein wenig auf den Inhalt zu sprechen kommen. Es gibt inzwischen doch ziemlich viele Informationen, die uns erlauben, den Inhalt grob zu rekonstruieren. Und er ist ein ziemlich starker Inhalt. Und wenn man ihn weiß, dann versteht man auch, dass Rom kein großes Interesse hatte, das zu veröffentlichen. Schon sehr früh hat man gesagt, es geht um eine Glaubenskrise. Und die Theologen haben das herausgearbeitet. Wir kommen nachher noch drauf. Aber es geht offenbar um mehr als bloß um eine Glaubenskrise. Ich kann sie nun vielleicht kurz zusammenfassen, bevor ich Ihnen das dann ausführlicher belege. Es sind drei inhaltliche Punkte offensichtlich im dritten Geheimnis. Und die drei Punkte haben alle drei eine tiefe Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit ist, dass alle drei Punkte apokalyptisch sind. Apokalyptisch im strengen Sinn des Wortes, nicht bloß in einem allgemeinen Sinn des Wortes. Und die drei Punkte sind erstens eine apokalyptische Glaubens- und Kirchenkrise, also eine äußerst tiefe Kirchenkrise und Glaubenskrise. Zweitens eine apokalyptische Strafe dafür, für die Welt und ganz speziell für die Kirche und die kirchliche Hierarchie. Eine sehr massive Strafe, die man nur apokalyptisch nennen kann. Und der dritte Punkt ist auch apokalyptisch, aber diesmal nicht im negativen Sinne, sondern in einem positiven Sinn. Im Sinne von gewaltig, unerhört groß, nämlich eine apokalyptische, globale Bekehrung, die angekündigt ist. Wie sie auch viele andere marianische Heilige, etwa der heilige Grignion von Montfort, angekündigt haben. Wir wollen also die Punkte, die einerseits erschreckend sind, andererseits sehr tröstend sind, erleuchtend sind, die aber auch eben übernatürlich sind. Es geht hier um einen Kampf zwischen Gott und dem Teufel. Und die Menschen, die nur naturalistisch denken, die nur politisch denken, die wollen von sowas nichts wissen. Die Erscheinung, nun will ich ein paar Begründungen geben für den apokalyptischen Charakter der Botschaft. Die Erscheinung vom 13. Oktober 1917 stellt offenbar Apokalypse 12.1 dar. So ist es von Apokalypse 12.1. Das ist: Und am Himmel erschien ein großes Zeichen, eine Frau bekleidet mit der Sonne und dem Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone von 12 Sternen. Noch ein anderes Zeichen erschien am Himmel: ein großer roter Feuerdrache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und 7 Kronen auf seinen Köpfen. Sein Schweif fegte den dritten Teil der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde. Und Michel de la Sainte-Trinité, der große Klassiker der Untersuchung der Fatima-Theologen, sagt klar, dass die Erscheinung von Fatima nimmt Bezug auf diese Prophezeiung im Buch der Heiligen Schrift, auf diese endzeitliche Prophezeiung, wo der Kampf zwischen der Frau bekleidet mit der Sonne auf der einen Seite und dem roten Drachen auf der anderen Seite eingeleitet wird. Also allein diese Vision vom 13. Oktober zeigt schon den apokalyptischen Charakter
Ein weiterer Hinweis auf den apokalyptischen Charakter ist das Interview mit Pater Fuentes, von Schwester Lucia mit Pater Fuentes. In diesem längeren Interview stehen etwa die Sätze: Wir sind in den letzten Zeiten der Welt. Sie, Maria, hat mich dies durch drei Gründe verstehen lassen, sagt Schwester Lucia. Ein weiterer Satz: Der Teufel ist dabei, eine entscheidende Schlacht gegen die Jungfrau zu schlagen. Eine entscheidende Schlacht ist eine Endschlacht, in welcher eine Seite siegen wird und die andere eine Niederlage erleiden wird. Und sie sagt noch: Gott gibt der Welt die zwei letzten Heilmittel. Wenn sie die letzten sind, dann ist offenbar, dann geht es um eine Endauseinandersetzung. Man hat auch Schwester Lucia gefragt, manche haben lange gebohrt, Verwandte bei ihr waren, und sie sagte einmal, wie Frère Michel bezeugt: Es ist im Evangelium und in der Apokalypse, lesen Sie sie. Also damit sagt sie klar, es geht um den apokalyptischen Kampf. Oder einmal verweist sie sogar auf die Kapitel 8 bis 13, wo es wirklich um endzeitliche Kämpfe geht in der Apokalypse. Kardinal Ratzinger hat 1984 ein Interview mit Messori veröffentlicht, und da wird er gefragt, warum wird es nicht veröffentlicht? Und er sagt: Weil es nach dem Urteil der Päpste dem nichts hinzufügt, was ein Christ über die Offenbarung wissen muss. Es meint wohl die Offenbarung des Johannes aus dem, was dann folgt. Ein radikaler Aufruf zur Buße, die Geschichte als absolut schwerwiegende. Das heißt, es sind absolut schwerwiegende Ereignisse, die hier vorausgesagt werden. Und dann, nach ein paar Worten, sagt er, die Wichtigkeit der letzten Zeiten. Ist wohl eindeutig, ja. Also man kann es kaum deutlicher sagen. Und das wurde nachher, man versuchte das zu vertuschen. Er hat das versucht zu vertuschen nachher. Die Wichtigkeit der letzten Zeiten. Papst Johannes Paul II. Hat am 13. Mai 2000 in Fatima bei der Seligsprechung der zwei Kinder von Fatima eben über die Apokalypse 12 gepredigt. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel. Ein Drache, groß und feuerrot. Das ist also, ja, das ist die Beschreibung von 1917. Die Mutter Gottes in Fatima und im Oktober, Anfang November, die russische Revolution, der rote Drache. Das ist genau die Beschreibung, das ist genau die Entsprechung zur Apokalypse. Und er spricht dazu, dass der Mensch, wenn er Gott auf die Seite schiebt, nicht zum Glück gelangen kann. Ja, letzten Endes sich selbst zerstört. Also spricht er ziemlich starke Sachen aus. Und er warnt davor, vor dem Drachen, der mit seinem Schwanz einen Drittel der Sterne vom Himmel auf die Erde herabwirft. Und traditionell wurde das immer verstanden auf die Kleriker, auf die Bischöfe, Priester, die der Teufel offenbar zum Abfall bringt. Malachi Martin, den ich Ihnen schon erwähnt habe, sagt in einem Interview, Radiointerview vom 18. April 1996, Fatima ist eine sehr apokalyptische Botschaft. Der 13. Oktober hat noch eine andere apokalyptische Seite. Der 13. Oktober ist der Tag des Regierungsantritts des Nero, also der das Vorausbild des Antichristen ist, der ja Petrus getötet hat. Und davon steht ja im dritten Geheimnis auch,
der Papst wird getötet. Also offenbar ist das eine Bezugnahme zu Nero. Also wieder ein Hinweis auf die Apokalypse. Das Datum, das Jahr 1917, ist auch in anderer Weise sehr erleuchtend. Es ist von Historikern bemerkt worden, dass 1917 der Höhepunkt einer Entwicklung mehrerer Daten ist. 1517, 1717, 1917. Ja, es beginnt sogar mit 1317. Das sind entscheidende Daten im Abfall des Abendlandes von Gott. 1517, Sie wissen es, das Thema, was Sie vorhin gehört haben, Luther, 1717, Gründung der Freimaurerei. Das heißt, der Liberalismus, 1917, die kommunistische Revolution. Es ist genau das, was unser Herr beschreibt mit dem Wort, wer euch hört, hört mich. Wer euch verachtet, verachtet mich. Wer aber mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Also wer die Apostel verachtet, das hat Luther getan. Er hat die Kirche verachtet, die Nachfolger der Apostel. Der verachtet schlussendlich Christus selbst. Und das tut ja die Freimaurerei, die die Inkarnation absolut ablehnt. Mit allem, was diese einschließt für die Freimaurerei, kümmert sich Gott nicht um die Welt. Also sie lehnen komplett jede Art von Inkarnation ab. Wer aber mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Das ist der Kommunismus. Der will eine Gesellschaft bauen, nicht nur auf der Ablehnung der Kirche und der Ablehnung Christi, sondern auf der Ablehnung Gottes überhaupt, auf den Materialismus. Wir haben auch hier also eine sehr lange Entwicklung in sich, die noch vorbereitet wird durch das Jahr 1317. Das ist der Beginn der Vorlesungen von Wilhelm Ockham, der eigentlich die modernen, besonders erkenntnistheoretischen Irrtümer vorausnimmt. Das heißt, die philosophischen Irrtümer, die Voraussetzung sind für den theologischen Zusammenbruch. Wir haben also bis heute, sagen wir bis 2017, jetzt eine 700-jährige Entwicklung eines Abfalls im Abendland, der nicht gestoppt wurde. 1717 kam nach 1517 trotz der heiligen Reformatoren. 1917 kam auch. Also offenbar ist es nicht mit menschlicher, nicht durch Einfluss, durch menschliche Bemühungen, nicht mal durch Heilige zu stoppen. Da muss der Himmel selbst eingreifen. Hier ist offenbar jetzt der Höhepunkt der Krise nach 700 Jahren ein ganz besonderer. Und das Schlimmste, ab 1960 sind genau diese Irrtümer in die Kirche selbst eingedrungen. Die philosophischen Irrtümer, eine Protestantisierung der Kirche, eine Liberalisierung der Kirche und jetzt seit diesem Pontifikat auch noch 1917. Das Gedankengut des Sozialismus geht auch noch ein in die Kirche. Das heißt, die Suche nach einem innerirdischen politischen Reich der Gerechtigkeit. Und der Himmel, das Übernatürliche, tritt in den Hintergrund, neben einer irdischen Heilssuche. Der apokalyptische Charakter, also man sieht aus all diesen Überlegungen, die Krise ist keine gewöhnliche, sondern es ist eine ungeheuerliche Krise, die jetzt ihrem Höhepunkt zusteigt, eine Krise, die, wo offenbar Gott selbst eingreifen muss, um sie zu überwinden. Was nicht heißt, dass nicht auch Menschen ihm dann noch behilflich sind. Der apokalyptische Charakter geht dann insbesondere auch aus den prophezeiten Einzelheiten hervor, die wir noch sehen werden. Wenn man die hört, dann ist es nicht mehr sehr kompliziert zu verstehen, dass das Ganze apokalyptisch ist.
Auch im Geheimnis von Neues, in der Geheimnisversion von Neues Europa ist das ziemlich deutlich, der apokalyptische Charakter ausgesagt. Johannes der 23., wie ich Ihnen sagte, hat das dritte Geheimnis nicht veröffentlicht, aber hat doch ein bisschen ein schlechtes Geheimnis gehabt, besonders als dann die Kuba-Krise kam, Anfang 60er Jahre, und dann hat er offenbar eine veränderte Version des Geheimnisses, eine angepasste Version des Geheimnisses an die großen Staatsoberhäupter geschickt. Und diese, ungefähr diese Version ist dann 1963 in der Zeitschrift Neues Europa, Stuttgarter Zeitschrift Neues Europa, veröffentlicht worden. Und offensichtlich sind in dieser Version des Geheimnisses, die viel zu lang ist für das Geheimnis, aber es sind in dieser Version ein paar Sätze, die bestimmt nicht von Menschen erfunden wurden. Und das wurde auch von bestätigt. Kardinal Ottaviani über seinen Sekretär bestätigt, dass hier einige echte Sätze des Geheimnisses drin sind. Und in dieser Version von Neues Europa steht unter anderem der Satz: Selbst in den höchsten Stellen regiert Satan und bestimmt den Gang der Dinge. Und zwar meint er offenbar den höchsten Stellen der Kirche und der Gesellschaft. Satans, der dann der einzige Herrscher auf Erden ist. Ziemlich stark. Und in dieser Version heißt es auch noch, die Zeit der Zeiten kommt und das Ende der Enden. Dass wir vor der wirklichen Apokalypse stehen, wurde auch von vielen anderen glaubwürdigen Persönlichkeiten bezeugt. Erstens nennen wir einmal Pius X., der in Esu Premi Apostolato sagt, in seiner Eingangsenzyklika von seinem Papsttum am 4. Oktober 1903, den Anfang jener Übel vor uns, welche am Ende der Zeiten zu erwarten sind. Oder als weilte der Sohn des Verderbens, von dem der Apostel spricht, schon jetzt auf Erden. Das schließt er aus der Art der Modernismus Krise. Pius XII. Sagt in der Osteransprache 1957, es gibt so viele Zeichen, dass deine Rückkehr nicht mehr weit ist. Erzbischof Lefebvre sagte am 19.04.87 in der Osterpredigt in Econ, denn wir leben hier in der Kirche extrem bedeutsame Augenblicke, die Ankunft des Antichristen vorbereiten, wenn es so weitergeht. Der Antichrist wird nämlich keine Hindernisse mehr vorfinden. Und im gleichen Jahr die Predigt bei der Priesterweihe, da sagt er, der in der Heiligen Schrift angekündigte allgemeine Abfall vom Glauben ist Wirklichkeit geworden. Die Ankunft des Antichrist naht ganz offenkundig. In La Salette ist die Mutter Gottes sehr klar. Und das ist einer der beiden Gründe, warum in der Kirche, in der französischen Hierarchie so gegen die Botschaft von La Salette gekämpft worden ist, gegen das Geheimnis von La Salette. Da im Geheimnis heißt es, Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Antichristen werden. Wie auch immer das zu verstehen ist, heißt es, es ist die Zeit der Apokalypse im engen Sinne des Wortes. Der 19. September, der Tag der Erscheinung der Mutter Gottes in La Salette. An diesem Tag ist das Evangelium, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Also das Evangelium, ein apokalyptisches Evangelium. Melanie von La Salette schreibt in ihren Briefen auch sehr
ausdrücklich bestätigt das Gesagte in ihren Briefen. Sie schreibt etwa im Brief vom 28. November 1887: Es scheint mir seit langem, dass ich ein wenig die Glocke schlage, um die Menschen zu warnen, dass wir den traurigen und finsteren Ereignissen der Herrschaft des Antichristen entgegengehen. Die Apostasie ist fast allgemein. Der Antichrist hat keine große Mühe, seine Herrschaft in Europa zu errichten. Zitat aus Léon Blois, Selkipler oder aus dem gleichen Buch ein Zitat: Ich könnte nicht daran zweifeln, wir stehen vor dem großen Krieg. Das ist die Ankunft des Menschen der Verlorenheit, des Antichrist. Ich weiß es, niemand stimmt einer Wahrheit zu, die entsetzlich ist, die aber nichtsdestoweniger die Wahrheit bleibt. Unsere Generation marschiert dem Antichristen entgegen und sie wird ihn treffen. Und tönt auch auf die Kirchenkrise in diesem Zusammenhang an und sagt: Es ist die Armee dieses traurigen Apostaten, nämlich des Klerus, welche sich mit dem Antichristen vereinigen wird. Interessant ist, dass sogar Kardinal Wojtyla kurz vor seiner Papstwahl ein entsprechendes Zeugnis gegeben hat, indem er beim Eucharistischen Kongress in Philadelphia 1976 sprach: Wir stehen nun vor der größten historischen Auseinandersetzung, welche die Menschheit durchzumachen hatte. Ich glaube nicht, dass viele Kreise der amerikanischen Gesellschaft oder der Christengemeinschaft dies wirklich realisieren. Wir stehen nun vor der finalen, das heißt endzeitlichen, Konfrontation zwischen der Kirche und der Antikirche, dem Evangelium und dem Anti-Evangelium. Und sogar Paul VI. Hat in Momenten, wo er offenbar ein besonderes Licht hatte, gesagt, als er etwa die Bedeutung der fallenden Sonne von Fatima erklärte: Dies war endzeitlich, diese fallende Sonne war endzeitlich in dem Sinne, dass es wie eine Probe oder Ankündigung eines Geschehens war, die am Ende der Zeit bei versammelter Menschheit stattfinden wird. Und wir werden sehen, das wird durch die neuen Dokumente, die wir haben, sehr bestätigt, diese Interpretation des Sonnenwunders. Nun kommen wir zum ersten Punkt: die Glaubens- und Kirchenkrise. Wir können hier nicht alle Zeugnisse von Theologen anführen. Es ist, vor Jahren haben wir in der Bruderschaft öfters darüber gesprochen. Es ist Pater Alonso, der offizielle Archivar von Fatima, ein spanischer Claretiner, der 1981 verstorben ist. Er sagt, in Portugal wird das Dogma, er interpretiert nun die Worte, in Portugal wird das Dogma des Glaubens immer erhalten bleiben. Worte, die die Theologen als Anfang des dritten Geheimnisses angesehen haben. Dieser Satz weist in aller Klarheit auf einen kritischen Zustand des Glaubens in anderen Nationen hin, das heißt auf eine Glaubenskrise. Während Portugal seinen Glauben behalten wird, die schrecklichen Ereignisse, die Gegenstand des dritten Geheimnisses sind, werden in der Zeit stattfinden, welche dem großen Triumph des unbefleckten Herzens vorausgehen wird. Wenn gilt, in Portugal wird das Dogma des Glaubens immer erhalten bleiben, kann man daraus mit aller Klarheit folgen, dass die Dogmen in anderen Teilen der Kirche entweder verdunkelt werden oder sogar verloren gehen. Der Inhalt des Geheimnisses muss sich auf schreckliche Prophezeiungen über den inneren Zustand der Kirche beziehen. Das war der erste Theologe, und daran haben viele angeknüpft und haben das bestätigt. Diese Überlegungen, auch solche, die etwas mehr wissen konnten, wie etwa der Neffe in späterer Zeit um 2000, der Neffe von Schwester Lucia,
der portugiesische Salesianerpater José de Santos Valinho, der sich zweifellos mit Schwester Lucia abgestimmt hat. Noch kurz vor der römischen Veröffentlichung des Geheimnisses im Mai, Juni 2000 sagte, nahe Verwandte durften Schwester Lucia nämlich besuchen in dieser Zeit. Er vertrat diese Ansicht in einem Interview und in dem in Italien schon erschienenen Buch von Renzo e Roberto Allegri. Und er hat gesagt, dass es im dritten Geheimnis um eine Glaubenskrise geht. Und als das Geheimnis veröffentlicht wurde, hat es nicht gestimmt. Offenbar da sieht man, dass etwas nicht stimmt. Wir wissen inzwischen sogar noch ein bisschen, ist diese Glaubenskrise noch präziser beschrieben. Kardinal Chappi machte eine Aussage, die allerdings nicht besonders gut bezeugt ist. Im dritten Geheimnis wird unter anderem vorhergesagt, dass der große Glaubensabfall in der Kirche von der Spitze ausgehen werden. Also ein ziemlich starkes Stück. Dann kommen wir zum Zeugnis von Dr. Alice Hildebrand. Sie kennen vielleicht noch Dietrich von Hildebrand, der schon verstorben ist. Alice, seine Frau, gibt nun folgendes Zeugnis. Sie sagt, sie hätten ein Gespräch gehabt mit dem langjährigen, mit Monsignore Mario Böhm, dem langjährigen Chef des Osservatore Romano, Chefherausgeber. Das erste Gespräch war im Juni 1965. Wir, Dietrich von Hildebrand und seine Frau Alice Hildebrand, waren in Florenz im Geburtshaus meines Mannes. Mein Mann lud einen Priester ein, der Mario Böhm hieß und den er in Rom kurz nach seiner Konversion getroffen hat und welcher einer der Chefherausgeber des Osservatore Romano war für viele Jahre. Man kam auf das Thema Fatima. Mein Mann warf die Frage auf, warum wird das dritte Geheimnis von Fatima nicht veröffentlicht? Die allerseligste Jungfrau sagte, es solle den Gläubigen 1960 mitgeteilt werden. Don Mario, es wurde nicht veröffentlicht wegen seines Gehalts. Mein Mann, was ist so erschreckend daran? Monsignore Böhm ließ verstehen, dass der Inhalt erschreckend sei. Infiltration der Kirche bis zu ihrer Spitze. Und das ist wohl der Grund, warum Dietrich von Hildebrand dann das Buch geschrieben hat, das trojanische Pferd in der Kirche Gottes. Das ist ja das Bild der Infiltration. Offenbar geht das auf das Geheimnis von Fatima zurück. Und seine Frau berichtet noch von einem Gespräch mit Bella Dott, die mitverantwortlich war für die Ausbildung kommunistischer Priesterspione für den Westen. Und der Dietrich von Hildebrand sagte ihr 1966 oder 1967 in einem Gespräch, Bella Dott war konvertiert durch Bischof Fulton Sheen. Dietrich von Hildebrand sagt, ich fürchte, die Kirche wurde infiltriert. Bella Dott, liebe Professor, Sie fürchten es, ich weiß es. Als ich ein eifriger Kommunist war, habe ich in engem Kontakt mit 4 Kardinälen im Vatikan gearbeitet, die für uns gearbeitet haben. Und sie sind auch heute noch sehr aktiv. Als er den Namen wissen wollte, sagte sie, nein, Bischof Fulton Sheen verbietet ihr, die Namen zu nennen. Wäre wohl besser gewesen. Und genau dasselbe sagt Gomard de Pauw oder de Pauw, P-A-U-W geschrieben, war ein Priester, der während des Zweiten Vatikanums journalistische Aufgaben hatte. Und unter Journalisten ging das Gerücht, eine Kopie des Geheimnisses würde herumgeistern unter Journalisten. Und eines Tages hat er es auf seinem Tisch.
Und nach dem Konzil war er der erste, noch vor Erzbischof Lefebvre, der die Tradition gegründet hat in New York. Nur wurde sie ihm dann zerschlagen. Und er hat dann, ähnlich wie der Erzbischof, einen Brief an Paul VI. Geschrieben, wo er die vielen Missbräuche, die vielen beklagenswerten Gefahren für den Glauben darstellte. Und darin schrieb er zweimal, dass im Geheimnis von Fatima steht, Infiltration der höchsten Stufen der Kirche. Also diese Übereinstimmung zwischen zwei völlig unabhängigen Quellen, Gomard de Popp und Dietrich von Hildebrand, kann nur bedeuten, dass das wirklich der Inhalt des Geheimnisses darstellt. Und Paul VI. Hat dies in einer Ansprache am 13. Oktober 1977 bestätigt. 13. Oktober, Fatima-Tag, da sagt er, die Finsternis Satans ist in die katholische Kirche eingedrungen und hat sich in ihr ausgebreitet bis zu ihrer Spitze. Apostasie, der Verlust des Glaubens, breitet sich in der Welt aus und bis zu den höchsten Stufen der Kirche. Das bestätigt noch einmal die Infiltration, aber auch die Apostasie, die auch Kardinal Chappi erwähnt hatte. Apostasie und Infiltration bis zu den höchsten Stufen der Kirche. Nach Monsignore Spadafora, gibt es eine Vision von Schwester Lucia, die ich sonst von keiner anderen Quelle kenne, aber die stimmt genau damit überein. Eine Vision Schwester Lucias vom 28.05.58. Monsignor Spadafora schreibt davon in seinem Buch Fatima e la peste del socialismo 1974. Da heißt, da steht nach der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also offenbar meint das im 21. Jahrhundert, wird Satan in den höchsten Ämtern regieren. Es wird ihm gelingen, bis zur Spitze der Kirche vorzudringen. Andere haben das bestätigt, die selige Helena Aiello, die offenbar möglicherweise, die auch von Monsignor Spadafora zitiert wird, die auch eigene Offenbarungen hatte, bestätigt das, dass die Gegenkirche in diesen letzten Zeiten sich bis in die höchsten Stufen der Kirche, bis zur Spitze der Kirche infiltriert hat. Auch Kardinal Pacelli hat 1936 offenbar etwas über das ein gewisses Wissen vom dritten Geheimnis gehabt. Wahrscheinlich hat der Heilige Stuhl irgendwie anfragen lassen, worum es sich handelt, ohne den Text genau zu sehen. Und da spricht Kardinal Pacelli vor der Selbstzerstörung, die eine Änderung des Glaubens in seiner Liturgie, Theologie, ja seiner Seele darstellen würde. Selbstzerstörung der Kirche. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kirche ihrer Vergangenheit treu bleiben muss. Andernfalls wird sie sich ihr eigenes Grab schaufeln. Die große Furcht Roms, das Geheimnis zu veröffentlichen, bestätigt wohl diese Deutungen. Wenn das tatsächlich drinsteht, dann kann man ja leicht verstehen, dass das nicht gern veröffentlicht wird. Denn dann müsste man ja die Ausrichtung ändern. Müsste man den Modernismus des Zweiten Vatikanums ändern. Möglicherweise steht sogar noch Deutlicheres drin, ist ein Konzil erwähnt und eine Liturgiereform. Ich kann das jetzt nicht mehr, die Argumente im Einzelnen bringen, aber schon es gibt eben Leute, die das fest behaupten, Kardinal Ratzinger hätte das zu Dollinger gesagt, aber es gibt eine ganze Reihe von Bestätigungen.
etwa dass Kardinal Bertone mit aller Macht versucht hat zu verstecken, dass die Mutter Gottes das Jahr 1960 als selber angegeben hat als Datum der Veröffentlichung des dritten Geheimnisses. Und Schwester Lucia sagte, auf die Frage, warum, hat sie schon vor dem Jahr 1960 gesagt, weil es dann klarer werden wird. Und was ist 1960 passiert? Da begann man die Vorbereitung des Konzils. 1959 die Vorvorbereitung, 1960 die Vorbereitung. Offenbar ist der Hinweis so deutlich, dass Kardinal Bertone uns richtig 7 Jahre lang angelogen hat, wie schon vorhin erklärt. Und möglicherweise sind wir noch nicht auf dem Höhepunkt der Krise angekommen. Gomard Depot, der von der Infiltration der Kirche gesprochen hat, hat im Jahr 2000, als das Geheimnis von Rom angeblich veröffentlicht wurde, ein Interview geschrieben und geschrieben, das stimmt nicht, das ist nicht das, was ich gelesen habe. Die Essenz dessen, was ich gelesen habe, ist ein unglaublicher, totaler, doktrineller und moralischer, spiritueller Zusammenbruch der Institution der katholischen Kirche. Und Malachi Martin scheint dies zu bestätigen, wenn er 1997 noch sagte, die Kirchenkrise hat kaum begonnen. Und auch er wies immer wieder darauf hin, in seinen Radioansprachen, auf den Zusammenbruch der Institution. Etwa Malachi Martin, die Prophetie von Fatima ist kein erfreuliches Dokument bei der Lektüre. Es sind keine erfreulichen Nachrichten. Die Prophetie schließt ein, sie macht keinen Sinn, solange wir nicht annehmen, dass es zu einer umfassenden Apostasie kommen wird oder dass eine solche in der Entwicklung begriffen ist. Eine umfassende Apostasie unter dem Klerus und den Laien der katholischen Kirche. Die institutionelle Organisation der römisch-katholischen Kirche, das ist die Organisation in Pfarreien, Diözesen, Erzbischöfe, Bischöfe und Kardinäle, die römische Bürokratie und die Kanzleien in aller Welt. Solange diese Organisation nicht total gestört und null und nichtig geworden ist, solange macht das dritte Geheimnis keinen Sinn. Das ist Interview an Art Bell am 4. Mai 1998. Und er hat noch mehrere ähnliche Aussagen gemacht. Selbst wenn das eine oder andere diese Zeugnisse nicht ganz glaubwürdig wäre, diese Häufung zeigt, dass es eben doch wohl stimmen muss. In letzter Zeit ist eine Aussage von Pater Pio bekannt geworden, die noch etwas härter ist, wo man nicht genau weiß, wie gut diese Aussage bezeugt ist. Da heißt es, Pater Pio soll das an Pater Amort gesagt haben und dieser an Herrn Zabala, der erst nach seinem Tod veröffentlichen durfte und es gemacht hat. In der Tat sagte er, eines Tages sagte Pater Pio zu mir sehr sorgenvoll, weißt du, Gabriele, Satan wurde in den Schoß der Kirche eingeführt und in sehr kurzer Zeit wird er eine falsche Kirche regieren. Wie das genau zu verstehen ist, ich lasse es mal so stehen, ich kann zum Beispiel auf das hinweisen, was in mehreren marianischen Prophezeiungen ist, auf das ganz große Schisma, wo es offenbar die Kirche wie in zwei Teile, Kardinäle gegen Kardinäle, Bischöfe gegen Bischöfe, wie in zwei Teile zerreißen wird. In Fatima heißt es, L'Église sera éclipsée. Die Kirche wird versonnenfinstert werden. Bei einer Sonnenfinsternis ist die Kirche, die Sichtbarkeit der Kirche, bei einer Sonnenfinsternis ist die Sonne kurzzeitig nicht mehr sichtbar. Nur kurz, weil was davor steht, was verdunkelt sie. Und so könnte es bedeuten, ein
ein fremdes Element mit der Kirche, die kurzzeitig die Sichtbarkeit nehmen. Die Sichtbarkeit liegt ja vor allem in der Organisation. Das stimmt dann wieder überein mit den anderen Zeugnissen. Ja, jetzt sind wir gleich um halb. Da machen wir eben morgen weiter mit der kirchlichen Strafe. Was die Strafe für die Welt und für die Kirche, die ziemlich deftig aussieht nach den Prophezeiungen. Kommen wir also zum zweiten Punkt. Im ersten Punkt haben wir eben gesehen, was gehört zur Krise. Eine Charakteristik, die wir herausgearbeitet haben, die wir ziemlich sicher feststellen können, das ist die Kirche. Die Kirchenkrise wird beschrieben als Infiltration der Kirche bis zur Spitze. Und fast genauso klar Apostasie in der Kirche bis zur Spitze. Kommen wir nun für einen solchen Zusammenbruch zur Antwort Gottes. In der Vision, die im Juni 2000 veröffentlicht wurde von Kardinal Ratzinger, zusammen mit Monsignor Bertone, steht, da wurde er, der Papst, von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel. Ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Das ist offenbar noch nicht erfüllt durch die kommunistischen Verfolgungen. Manche sagen, das ist symbolisch zu verstehen. Bestimmt ist das nur der geistliche Tod der Seelen gemeint. Aber wenn wir den Charakter der übrigen Geheimnisse sehen, der ersten beiden Geheimnisse, so sind die nicht geistlich oder symbolisch, sondern ganz knallhart zu verstehen. Zum Beispiel mit Russland, was da von Russland steht, das ist nicht geistlich oder symbolisch gemeint. Und Malachi Martin sagt, wir werden das, glaube ich, unterwegs auch noch mal genauer zitieren, das dritte Geheimnis ist ganz trocken, ohne Adjektive, ohne Adverbien, glasklar und präzis. Also nichts von symbolisch geistlich. Ja. Und das wird bestätigt durch die Vision, die Jacinta hatte. Sie sieht den Heiligen Vater in einem Haus knien, in Schmerzen, und die Leute werfen Steine gegen ihn. Das ist wohl, sind wohl keine geistlichen Steine. Und Schwester Lucia, unser Herr Jesus Christus hat zu Schwester Lucia 1931 gesprochen. 1929 hat nämlich der Himmel die angekündigte Bitte und die Weihe Russlands nun präzisiert und jetzt direkt aktuell verlangt. Ich glaube 1930 ist es dann zur Kenntnis von Pius dem 11. gekommen und es geschah nichts. Und so, als Pius der 11. die Ausführung der Weihe nicht in Betracht zog, erschien Christus im August 1931 Schwester Lucia und sprach: Lass meine Diener wissen, da sie das Beispiel der französischen Könige befolgen und die Ausführung meiner Bitte verschieben, werden sie ihm auch in seinem Unglück folgen. Welches ist das Unglück der französischen Könige? Sie, am 17. Juni 1689 bat der Herr durch die heilige Margaret Marie Alacoque, Ludwig XIV. Möge Frankreich dem heiligsten Herzen Jesu weihen. Also eine ähnliche Bitte wie die Mutter Gottes in Fatima. Und sie haben es nicht gemacht. Und genau 100 Jahre danach, auf den Tag genau, am 17., glaube ich, Juni
1789 sind die drei Stände in Frankreich zusammengekommen, haben sich sozusagen als die ordentliche Macht im Staat erklärt, haben gesagt, so, nun sind wir die, haben wir die Macht. Das ist der Beginn der Französischen Revolution. Ja, auf den Tag genau. Also werden sie in seinem Unglück folgen. Und das ist ja genau die Vision, die ich Ihnen gesagt habe. Der Papst wird umgebracht. Der König wurde ja umgebracht. Ludwig XVI. Wurde dann im Zug der Französischen Revolution umgebracht. Und seitdem gibt es keine französischen Könige mehr. Hier hört allerdings die Parallele auf, das Papsttum wird nicht aufhören. Ja, das ist sicher. Und das ist auch vom Herrn so gesagt. Er hat gesagt, im Gegensatz zu den französischen Königen wird die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens nie, es wird für die Weihe nie zu spät sein. Für die Könige war es einmal zu spät. Da war das Königtum weg. Aber für die Weihe Russlands wird es nie zu spät sein. Der Segen wird immer kommen, egal wie spät es ist. Und unser Herr hat auch gesagt, ja, es wird sehr spät sein, wenn es ausgeführt werden wird. Dass es nicht rein geistlich gemeint ist, ersehen wir auch aus den beiden Daten, den beiden herausragenden Daten von Fatima, 13. Mai und 13. Oktober. 13. Mai ist ich lese Ihnen das vor, Papst Bonifatius IV. Hat das römische Pantheon, das an allen alten Göttern des Römerreiches geweiht war, zu einer Kirche umgebaut. Er hat sie am 13. Mai 310 der Jungfrau Maria und allen Märtyrern geweiht. Daher wurde von da an in der römischen Kirche jedes Jahr am 13. Mai das Fest aller heiligen Märtyrer begangen. Seit Gregor dem III. Erstreckte sich das Fest immer mehr über die Märtyrer hinaus und dann später wurde es dann auf den 1. November verlegt. Im ersten Jahrtausend war, oder in einem Teil davon, ist der 13. Mai also das Fest aller Märtyrer. Das passt ja genau zu der Vision, die der Vatikan veröffentlicht hat. Papst, Bischöfe, Priester und viele weitere Märtyrer. Und der 13. Oktober, das habe ich Ihnen ja schon letztes Mal gesagt, ist das Fest der Thronbesteigung des ersten Christenverfolgers, Kaiser Nero. Also noch einmal ein Schlag in die gleiche Kerbe. Wirklich, es geht um Martyrium. Nicht nur um geistlichen Tod. Und Johannes Paul II. Kam im November 1980 nach Fulda, seine erste Reise, glaube ich, nach Deutschland. Und da wurde er gefragt von Gläubigen, wieso wird das dritte Geheimnis nicht veröffentlicht? Er antwortet etwas, das jetzt in dem Zusammenhang nicht so wichtig ist. Und er dann wird gefragt, wie geht es weiter in der Kirche? Und der Papst sagt, wir müssen uns wohl in Bälde auf große Prüfungen gefasst machen, ja, die sogar den Einsatz unseres Lebens fordern können. Und die Ganzhingabe an Christus und für Christus. Es kann gemildert werden durch euer und unser Gebet, aber nicht mehr abgewendet werden. Weil nur so die wirkliche Erneuerung der Kirche kommen kann. Wie oft schon wurde im Blut die Erneuerung der Kirche geboren. Nicht anders wird es diesmal geschehen. Seien wir stark und bereiten wir uns vor und vertrauen wir auf Christus und seine heilige Mutter. Beten wir viel und oft den Rosenkranz, sagte der Papst. Wie schon erwähnt, Malachi Martin, der Autor des Buches Der letzte Papst, das Sie vielleicht kennen, erkannte das dritte Geheimnis. Und er sagte zu einem Beichtkind von ihm, dass er eine sehr intelligente Person ist, Schriftstellerin, die hat mir das persönlich gesagt. Er sagte ihr sogar mehrfach, jetzt ist die Christenverfolgung trocken, aber sie wird noch nass werden. Nass, also wohl blutig.
Papst Benedikt hat am 11. Mai 2010 ein Interview gegeben. Und sagte, also würde ich sagen, werden auch hier über die große Vision des Leidens des Papstes, also diese Fatima-Vision, hinaus, die wir in erster Linie auf Papst Johannes Paul II. Ziehen können. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich brauche das nicht lang widerlegen, das ergibt sich aus allem, was ich sage. Realitäten der Zukunft der Kirche aufgezeigt, die sich nach und nach entfalten und zeigen. Daher ist es richtig, dass man über den in der Vision gezeigten Moment hinaus die Notwendigkeit eines Leidens der Kirche sieht, das sich natürlich in der Person des Papstes widerspiegelt. Aber der Papst steht für die Kirche und daher werden Leiden der Kirche angekündigt, sagt Papst Benedikt, sagt diese Tötung des Papstes, die hier in der Vision gesehen wird, ist Zeichen für das, was eigentlich der ganzen Kirche geschehen soll. Diese inzwischen deutlich gewordene Aussage finden wir bestätigt in La Salette und anderen marianischen Offenbarungen oder sonstigen Offenbarungen von Heiligen, wobei, wie gesagt, ich mich nicht jedes Mal für die absolute einen absoluten Ursprung beim Heiligen, vom Heiligen Geist verbürgen kann. Aber wenn es so viele sich bestätigen, von so hohen, vertrauenswürdigen Personen, dann muss das Ganze doch wohl richtig sein. Also La Salette. Im Geheimnis steht, das Blut wird allenthalben fließen, die Kirchen werden geschlossen oder geschändet werden. Priester und Ordensleute werden verjagt, man wird sie dem Tod weihen und grausam umbringen. Das sagt sie also nicht vor der Französischen Revolution, ja, sondern lange nachher. Weiter aus dem Geheimnis. Erzittere Erde, die Natur schreit nach Rache gegen die Menschen und sie erschauert vor Entsetzen in Erwartung dessen, was der durch Verbrechen verunreinigten Erde widerfahren muss. Erzittere Erde, erzittert ihr, die ihr ein Gelübde abgelegt habt, Jesus Christus zu dienen, im Inneren aber euch selbst anbetet. Erzittert, denn Gott wird euch seinem Feinde ausliefern, weil er die heiligen Stätten der Verderbnis preisgegeben sind. Viele Klöster sind keine Häuser Gottes mehr, sondern Weideplätze Asmodis des Dämons der Unreinheit. Weitere Stelle aus dem Geheimnis. Gott wird ihn noch nie dagewesener Weise züchtigen. Die Oberhäupter, die Führer des Gottesvolkes, haben das Gebet und die Buße vernachlässigt. Und der Dämon hat ihren Verstand verdunkelt. Sie sind diese irrenden Sterne geworden, die der alte Teufel mit seinem Schweife nach sich ziehen wird, um sie zu vernichten. Dann heißt es auch, das heidnische Rom wird verschwinden. Rom wird offenbar zerstört werden, das ist, was nicht heißt, dass es da nicht wieder aufgebaut wird. Es war ja auch die Lauheit der Päpste, ist ja auch in der Zeit der Reformation durch den, grausame Zerstörung der Sacco di Roma, ja, zerstört worden. Die Kirche, schreibt Schwester Melanie in einem Brief, Zitat ist aus dem Buch Melanie von Léon Blois, Celle qui pleure, die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen, Ausweisung der Priester aus ihren Pfarrhäusern, der Bischöfe aus ihren Palästen, Schließung und Konfiskation der Kirchen, Massaker des Klerus, schlimmer als unter dem Terror. Gemeint ist der Terror der Französischen Revolution. Das heißt, auch viele werden aus persönlicher Rache getötet. Diejenigen, welche schwach geworden sind, das heißt die Priester, die den Glauben verraten angesichts der Verfolgung, werden nicht geschont. So macht es der Islam. Der Plan der Freimaurer besteht darin, die Priester sündigen zu lassen, bevor sie töten.
Ich sah, dass eine große Zahl dieser gewaltsam Getöteten in keiner Weise Märtyrer sein werden, weil sie keinen Glauben mehr haben. Es wird die Verwirklichung des Wehe der Heiligen Schrift sein, in seiner ganzen Schrecklichkeit. Ihr wollt von der Botschaft der Barmherzigkeit nichts wissen. Ihr stößt die ausgestreckte Hand zurück. Es ist nichts mehr zu machen. Gott wird die Menschen sich selbst überlassen. Es wird die Zeit der Finsternis sein. Für eine Wallfahrt nach La Salette treffen sich Melanie von La Salette und der Canonicus Rigo in Lyon und sie gehen Richtung Hotel. Als sie über die Tilsitbrücke gehen, zeigt Melanie auf die Fußgängerbrücke St. Johann und sagt ihm: Ich sah 40 Priester, also sah ein prophetisch, ich sah 40 Priester auf einmal gebunden in die Sonne geworfen werden. Und was das Schlimmste ist, man wird sich diesem Vorhaben nicht entgegenstellen. Es wird vielmehr ganz normal finden. Im Hotel angekommen, hat sie ihm eine persönliche Mitteilung gemacht. Dann sagt sie ihm: Nehmen Sie einen Schreibstift, denn Sie werden sich nicht an alles erinnern. Canonicus Rigaud berichtet: Sie hat mir dann während 2 Stunden über die kommende Verfolgung solch schreckliche Einzelheiten erzählt, dass ich sie nicht weitergeben kann. Die Leute würden den Glauben verlieren. Sie würden nicht verstehen, dass Gott solch entsetzliche sakrilegische Handlungen zulässt. Viele Ordensfrauen werden vollständig nackt an Türen und Bäumen gekreuzigt werden. Die den Priestern vorbehaltenen Torturen werden noch schlimmer sein. Ich wage es nicht zu sagen. In einem Brief an Canonicus Brandt vom 19. Oktober 1896 schreibt sie: Es wird eine große Reinigung geben. Das Kardinalskollegium besteht aus faulen Gliedern, aus Judassen, hinterhältigen Aufkäufern. Alle diese Korrumpierten und Korrumpierer werden streng bestraft werden und werden ausgelöscht werden. Und sie spricht von einer riesengroßen, entsetzlichen, schrecklichen und allgemeinen Drangsal für die ganze Christenheit. Davon, dass die Kirchen geschlossen werden, außer für die verräterischen Priester. Elisabeth Canori Mora, welche inzwischen heilig gesprochen ist, die Freundin von der Anna Maria Taiji, die auch viele Visionen über die Zukunft der Kirche hatte, sagt: Ich sah eine Umwälzung in der ganzen Welt, insbesondere in der Stadt Rom. Wie könnte ich erzählen, was ich vom Kardinalskollegium sah? Aufgrund von falschen Lehren des Weltklerus wurden sie zerstreut, verfolgt und erschlagen. Der heilige Caspar Buffalo, ein großer italienischer Missionar vom 18. und 19. Jahrhundert, sagt: Man wird seit der Sintflut nichts Ähnliches gesehen haben, mit diesem großen Priestermorden und dem anderen Unglück in Rom. Diejenigen, welche das kostbare Blut verehren, werden von diesen Katastrophen verschont bleiben. Die selige Anna Maria Taiji, sie ist 1837 verstorben, sie sagt: Die Religion muss verfolgt werden und die Priester massakriert. Die Kirchen werden geschlossen, aber nur für kurze Zeit. Der Heilige Vater wird genötigt sein, Rom zu verlassen. Der heilige Pfarrer von Ars. Er spricht über Frankreich, wo die Revolution eine Zeit lang Erfolg haben wird. Er sagt: Die Kommunisten von Paris werden sich nach ihrer, ich lese ihn hier vor, sie, die Feinde, werden sogar versuchen, alle Priester und Ordensleute umzubringen. Es wird nicht lange dauern. Das heißt, Gott wird die Sache stoppen, bevor sie es fertig bringen, alle umzubringen. Man wird glauben, dass alles verloren ist. Der liebe Gott wird aber alles retten. Es wird so weit kommen, dass man glaubt, alles ist verloren, sodass alle sehen, es ist nur der liebe Gott, der uns gerettet hat.
der heilige Papst Pius X., während einer Audienz mit dem Generalkapitel der Franziskaner im Jahre 1909 verfiel der heilige Papst Pius X. in eine Art Ekstase. Er erwachte mit einem Blick voller Entsetzen. Was ich gesehen habe, war schrecklich, sagte er. Der Papst wird Rom verlassen. Und indem er den Vatikan verlässt, muss er über die Leichen seiner Priester hinwegschreiten. Die Offenbarung von Quito, die kennen Sie, die hat der Erzbischof bei der Bischofsweihe erwähnt. Ein furchtbarer und schrecklicher Krieg wird ausbrechen. Das Blut der eigenen und der Fremden, der Welt und der Ordenspriester und auch der Ordensfrauen fließen wird. Diese Nacht wird die fürchterlichste sein, weil nach menschlichem Ermessen die Bosheit triumphieren wird. Dann wird meine Stunde gekommen sein, in der ich den stolzen und verdammten Satan auf staunenerregende Art entthronen werde. Ich werde meinen Fuß auf ihn setzen und ihn gefesselt in den Abgrund der Hölle stoßen und so die Kirche und das Vaterland von seiner grausamen Tyrannei befreien. Mitteilungsblatt stand einmal: Satan wird auf Erden infolge der Schuld glaubensloser Menschen, also es betrifft Quito, infolge der Schuld glaubensloser Menschen sich dieser Welt bemächtigen, gleich einer dunklen Wolke, die den Himmel verdunkelt. Und die Gesamtheit der Völker, die dem heiligsten Herzen meines göttlichen Sohnes geweiht sind. Alle werden viele Arten von Strafen zu erleiden haben, weil alle Verbrechen geduldet worden sind. Pest, Hunger, Unreinheit, Abfall und Verlust unzähliger Seelen. Um die schwarzen Wolken zu verscheuchen, welche die Strahlen der Helligkeit der kirchlichen Freiheit behindern, wird es einen fürchterlichen Krieg geben, in dem viel Blut fließen wird von Priestern und Gottgeweihten. Diese Nacht wird äußerst furchtbar sein, sodass man glaubt, die Schlechtigkeit werde siegen. Dann schlägt meine Stunde, wie ich Ihnen vorhin schon vorgelesen habe. Die selige Alexandrina da Costa von Balazar war, sie haben selig gesprochen, sie hat die Wundmale gehabt, aß nichts, und sühnte während des spanischen Bürgerkriegs, der ganz furchtbar war, das heute wenig bekannt ist, aber was furchtbares Priestermorden, schlimmer als in Russland. Man hat Priester aufgeschlitzt und in Metzgereien aufgehängt und ähnliche Dinge, mit Hunden gejagt. Und der Heiland sagt zu ihr: Bete für mein geliebtes Spanien. Siehst du die Strafen, von denen ich dir so oft gesprochen habe? Diese Feuersbrunst wird sich auf die ganze Welt ausdehnen, wenn die Wahrheit nicht überall gepredigt wird und die Sünde sich nicht bekehren. Entweder Bekehrung oder Strafen. Bischof Eder hat am 12. November 2000 einen interessanten Hirtenbrief herausgegeben, in dem er schreibt: Ja, die Hirten sind schuldig geworden. Das Salz ist schal geworden. Es wird bald zertreten werden. Selbstverständlich hat er nachher versucht, wieder zu relativieren. Luisa Picaretta, die von Pater Pio in höchsten Ehren gehalten worden ist, auch Pius X. hat sie sehr geschätzt. Sie hat in der Nähe von Rom gelebt. Unser Herr, und um 1900, also besser gesagt am 1. November 1899, sagt unser Herr zu ihr: Sie hat für die Kirche sehr viel gelitten. Meine Tochter, siehe, in welchem herzzerreißenden Zustand meine Kirche ist, schon damals und natürlich auch prophetisch. Gerade diejenigen, die sie stützen müssten, ziehen sich zurück und mit ihren Werken erschlagen sie sie. Und erreichen den Punkt, sie anzuschwärzen. Das einzige Heilmittel besteht darin, dass ich so viel Blut vergießen lasse, dass es zu einem Bad kommt, welches den verrotteten Unrat abwäscht und die tiefen Wunden heilt. 1900 sagte zu ihr: Das Vergießen von Blut ist notwendig, denn ich will, dass diese Linien von Königen abgesetzt werden, von ihrem Thron, und dies geht nicht ohne Blut.
Und dies dient auch zur Reinigung meiner Kirche, die sehr stark krank ist, schon damals. Unser Herr blickt natürlich viel tiefer als wir. Auch 1910, tatsächlich hat es die Kirche nötig, gereinigt und gewaschen zu werden, sagt unser Herr, durch das Vergießen von Blut, denn sie hat sich selbst sehr, sehr verunreinigt, bis dahin, dass es mir übel wird, sozusagen, dem Herrn, vor dem Unrat in der Kirche. Er sagt 1915, diese Kinder werden die Ersten sein, welche die Kirche bekriegen. Sie werden versuchen, ihre eigene Mutter zu töten. Jetzt ist Krieg unter den Regierungen. Bald werden sie Krieg gegen die Kirche führen und ihre größten Feinde werden. Die eigenen Kinder werden sein. Trotz allem werde ich diesen Sturm vorübergehen lassen und das Angesicht der Erde und der Kirchen wird gewaschen sein im Blut eben derjenigen, die sie verunreinigten und ansteckten. Ich könnte da noch mehr vorlesen. Kommen wir zur heiligen Maria von Abilene oder von Bethlehem, die Sie vielleicht kennen. Die eine Karmelitin, die sehr, ja, sehr heiligmäßig gelebt hat. Sie sagt, ich weiß nicht, ob es auf diese Weise ist, dass die Priester umkommen werden, denn es werden nach der Prüfung wenig übrig bleiben. Gerade so massiv. Also unser Herr hat offenbar seine Art, die Kirche zu reinigen. Laurentius Ricci, der General der Jesuiten, der auch prophetisch begabt war, sagte, die Kirche wird genauso grausam verfolgt werden wie zur Zeit von Nero, von Diokletian und Tiberius. Die Priester, die Diener der Religion, werden getötet werden, zu Märtyrern, werden geopfert. Interessant ist, in Carpegna in Italien, ein Franziskanerkloster, begann am 1. November 1970, begannen die Glocken zu läuten von allein. Das ist der Tag, an dem die Bruderschaft anerkannt wurde. Und das wiederholte sich dann einige Male. Und schlussendlich wurde dann auf dem Altar, nebst den Eindrücken einer Hand und einem in Latein beschriebenen Zettel, In dir, Judici, ein blutbefleckter Kelch vorgefunden. Und heute ist es gar nicht mehr so schwer, sich vorzustellen, dass es eine Reinigung im Blut in der Kirche geben kann. Wir brauchen ja nur nach Osten zu schauen. Und unsere Regierungen mit ihrer Gender-Ideologie, mit der neuen unchristlichen Welt, Ordnung, die sie aufbauen wollen, die werden immer unduldsamer gegen überzeugte Christen. Und ja, offensichtlich wollen sie ja auch diese Überschwemmung mit dem Islam. Es steht dann im dritten Geheimnis die Strafe noch für die Welt. Für die ganze Welt. Es steht da etwas von einem Krieg. Offenbar ein Krieg, der nicht der Erste und Zweite Weltkrieg ist, sondern der zusammenhängt mit der Strafe, die dann direkt von Gott ausgehen wird und die den Krieg anscheinend beenden wird. Es wird eine Strafe direkt von Gott ausgehen. Und dass das im dritten Geheimnis für die ganze Welt, dass das im dritten Geheimnis steht, wissen wir seit ein paar Jahren, wo die Schwestern von Coimbra das Tagebuch von Schwester Lucia etwas ausführlicher veröffentlicht haben. Da heißt es, ich fühlte meinen Geist überflutet von einem geheimnisvollen Licht, welches Gott ist. Und in ihm sah und hörte ich die Spitze des Speeres, sagt Schwester Lucia, die Spitze des Speeres, das ist das in der Vision, die veröffentlicht ist von Rom. Da steht ein Engel mit einem Speer, mit dem er die Erde bedroht und es kommt Feuer aus dem Speer. Die Spitze des Speeres entriegelte und berührte die Erdachse. Sie erbebte.
Berge, Großstädte, Kleinstädte und Dörfer mit ihren Bewohnern wurden begraben. Das Meer, die Flüsse und die Wolken übertraten ihre Begrenzungen, liefen über und rissen in einem Wirbelwind mit sich Häuser und Menschen, die nicht gezählt werden können. Es ist die Reinigung der Welt von der Sünde, in die sie versunken ist. Hass und Ehrgeiz verursachen den zerstörerischen Krieg. Also das sind zwei Sachen. Der Krieg, aber noch viel größer, ist diese Katastrophe, die Gott schickt. Und dann aber, beschreibt Schwester Lucia, die große kommende Bekehrung. Das werden wir aber dann später sagen. Das Meer, die Flüsse und die Wolken übertraten ihre Begrenzungen. Sie sagt das dann auch ähnlich in einem Brief von 1944 an den Bischof von Fatima. Das ist auch erst neulich veröffentlicht worden. Und da erzählt sie, ein immenses Licht gesehen zu haben, das Gott ist. Und in dieser Schauung Flüsse, die über die Ufer traten, das Meer, das alles überschwemmte, ein Erdbeben, das die Erde erschütterte, etwas, das wie eine flammende Sache vom Himmel auf die Erde stürzte. Wir könnten an einen Meteoriten oder so etwas denken und einen zerstörerischen Krieg. Offenbar ist hier die Ursache, die man auch von vielen anderen Visionen kennt, die diese ungeheure weltweite Naturkatastrophe verursacht, beschrieben, nämlich ein Himmelskörper, der die Erde trifft. Das ist ein Felsbrocken von einigen Kilometern Durchmesser, der mit einer Geschwindigkeit weit höher als eine Gewehrkugel die Erde trifft und dann ungeheure Katastrophen verursacht. Und jetzt verstehen wir, das Sonnenwunder, der Anschein der fallenden Sonne ist genau die Beschreibung dieses Himmelskörpers, der die Erde trifft. In dem Moment, wo er nämlich die Luft berührt, glüht er auf wie eine Sonne und heller als eine Sonne. Und er schlägt dann alles. Und das ist genau dies, was auch Paul VI. Sagte. Er sagt, das Sonnenwunder war endzeitlich in dem Sinne, dass es wie eine Probe oder Ankündigung eines Geschehens war, die am Ende der Zeit bei versammelter Menschheit stattfinden wird. Und dasselbe sagt Pater Malachi Martin, der das dritte Geheimnis kennt. Er sagt, ganze Nationen werden ausgelöscht werden. Teile der Erde werden vom Meer ausgewaschen werden und es wird gewaltige Tornados und Stürme geben. Und er erwähnt dann noch die drei Tage Finsternis, auf die wir dann kommen. Und Schwester Lucia sagte im gleichen Sinne 1957 am Pater Fuentes, viele Nationen werden vom Angesicht der Erde verschwinden. Das ist wohl offenbar nicht nur politisch gemeint. Und Papst Johannes Paul II. Sagte in Fulda auch, wegen des schweren Inhalts zogen meine Vorgänger im Petrusamt eine diplomatische Abfassung des Geheimnisses vor, die sie eben zu den Staatsoberhäupten schickten. Außerdem sollte es ja jedem Christen genügen, wenn er Folgendes weiß. Wenn zu lesen steht, dass Ozeane ganze Erdteile überschwemmen, dass Menschen von einer Minute auf die andere abberufen werden und das zu Millionen, dann sollte man sich wirklich nicht mehr nach der Veröffentlichung dieses Geheimnisses sehnen. Und dass er das wirklich gesagt hat, ist bewiesen durch zwei unabhängige Zeugnisse, die wörtlich die gleichen Aussagen vom Papst in Fulda wiedergegeben haben. In dieser diplomatischen Version des Geheimnisses, von denen ich ihr schon gesprochen habe, in der Stuttgarter Zeitschrift Neues Europa veröffentlicht, da heißt es, die Wasser der Ozeane werden verdampfen, die Gischt wird gegen den Himmel zischen und alles wird umstürzen, was aufrecht steht. Und Millionen und Abermillionen von Menschen werden von einer Stunde zur anderen ums Leben kommen. Und Drangsal wird sein, wohin man schaut, und Elend auf der ganzen Erde und Untergang in allen Ländern.
Diese Version ist sicher eine abgeänderte Version des Geheimnisses, zeigt aber trotzdem die Richtung an, wohin es geht. Helena Aiello, die inzwischen auch selig gesprochen ist, auch eine italienische Heilige, die viel über unsere Zeit vorausgesehen hat, sagt, die Zeit ist nicht fern, zu welcher die ganze Welt zu einem feurigen Vulkan wird. Die heutige Zeit ist eine der schrecklichsten. Man kann sie die Stunde Satans nennen. Der Himmel wird rötlich werden, es wird ein Feuersturm sein. Mehrere Nationen werden verschwinden. Tatsächlich, wenn ein solcher Himmelskörper die Erde trifft, wenn er hinreichend groß ist, dann tut er eine ungeheure Hitze erzeugen. Die Felsen werden auf 50.000 Grad erhitzt und erhitzen natürlich dann die Atmosphäre. Die Felsen zerschmelzen und dieser Staub verteilt sich auf der Erde. Und ein solcher Himmelskörper verursacht darum eine Finsternis. Eine Finsternis. Und Malachi Martin sagt ausdrücklich, dass die drei Tage Finsternis, die das Ereignis sind, was von den meisten Propheten überhaupt, auch kirchlichen Propheten, vorausgesagt worden ist. Wohl 200 habe ich irgendwo gelesen, oder sagt Malachi Martin irgendwo. Er sagt, das gehört zu Fatima, die drei Tage Finsternis. Auch er bestätigt eben den einschlagenden Himmelskörper. Die drei Tage Finsternis sind auch in La Salette sehr ausführlich dargestellt. Beim ersten Hieb seines niederschmetternden Schwertes, das ist offenbar dasselbe Schwert, das der Engel in der Vision von Fatima der Erde entgegenschleudert, und das ist der Himmelskörper, der die Erde trifft. Beim ersten Hieb seines niederschmetternden Schwertes werden die Berge und die ganze Natur vor Schrecken erzittern, weil die Ausschweifungen und die Verbrechen der Menschen das Gewölbe des Himmels durchdringen. Da wird Jesus Christus durch einen Akt seiner Gerechtigkeit und großen Barmherzigkeit für die Gerechten seinen Engeln befehlen, alle seine Feinde zu töten. Das steht in vielen Prophezeiungen, ich kann es jetzt nur noch ganz kurz zusammenfassen. In diesen drei Tagen Finsternis werden offensichtlich, es wird von so vielen gesagt, die Feinde Gottes, die Freimaurer, die gegen Gott arbeiten, die werden einfach von der Erde weggenommen, getötet, direkt von den Teufeln oder von den Engeln. Ähnlich wie in der ägyptischen Finsternis, diejenigen, wo nicht das kostbare Blut über der Tür war, vom Engel niedergemäht, zumindest die Erstgeborenen, getötet wurden. Erdbeben werden ganze Länder unter sich begraben, steht auch im offiziellen Geheimnis. Die Sonne verfinstert sich. Die Erde, die sich seit drei Tagen in ununterbrochenen Wehen befindet. Ja, das ist also genau das gleiche Ereignis, auch wenn es in La Salette etwas zerstreut über den Text des Geheimnisses vorkommt. Die selige Anna Maria Taiji sagt, Gott wird zwei Strafgerichte verhängen. Eines geht von der Erde aus, nämlich Kriege, Revolutionen und andere Übel. Das andere Strafgericht geht vom Himmel aus. Es wird über die ganze Erde eine dichte Finsternis kommen, die drei Tage und drei Nächte dauern wird. Alle offenen und geheimen Feinde der Kirche werden während dieser Finsternis zugrunde gehen. Das ist sozusagen der Lohn für den Tod der Märtyrer, der zuvor stattfinden wird. Caspar del Bufalo sagt, alle Verfolger der Kirche werden in diesen drei Tagen Finsternis vernichtet werden. Maria von Abelin oder von Bethlehem sagt, alle Nationen werden vom Krieg und von der Revolution erschüttert werden. Während der Finsternis, während der drei Tagen, werden die Jünger des Bösen vernichtet, sodass nur ein Viertel der Menschheit überleben wird. Andere sagen ein Drittel. Bartholomäus Holzhauser, während drei Tagen wird die Erde in die vollkommenste Finsternis getaucht sein. Wie einst in Ägypten wird der Todesengel alle die erschlagen, welche gegen Gott oder die Religion aufgestanden sind oder welche die Kirche und die Priester mit ihrem satanischen Hass verfolgt haben. Helena Aiello, der Himmel wird mit dichter Finsternis bedeckt werden und die Erde wird durch schreckenerregende Erdbeben erschüttert werden, welche tiefe Abgründe eröffnen. Städte und Provinzen werden zerstört werden. Sehen Sie, es ist alles dasselbe. Es ist also nicht ein Irrtum mit dem dritten Geheimnis.
Und nicht umsonst hat Kardinal Ratzinger, der das Geheimnis offenbar nicht glauben wollte, das geht deutlich aus den Veröffentlichungsdokumenten hervor. Er sagt, man kann bei Privatoffenbarungen nicht unterscheiden zwischen dem göttlichen Impuls und der Übersetzung, dem göttlichen geistigen Impuls und der Übersetzung in Worte, die das Individuum vornimmt. Und er sagt, ja, vielleicht hat, da sind wahrscheinlich auch noch fromme Bücher, die sie gelesen hat, in die Vision eingegangen. Vermutlich hat er hat wohl angenommen, dass sie La Salette gelesen hat oder gehört hat und so eingebaut hat in die Vision. Und so glaubt er offenbar nicht an Fatima. Und darum lässt sich auch erklären, warum Rom bereit war, so massiv zu lügen in Bezug auf das Geheimnis von Fatima. Ja, Anna Henle, die mit 13 Jahren sollte sie wählen zwischen einem Blumenkranz, einer Dornenkrone und einer Harfe. Sie hat die Dornenkrone gewählt und ist von da ab gelähmt gewesen bis zum Lebensende und hat für die große Bekehrung gelitten. Und sie sagt eben, drei Tage, das heißt, es wird Nacht sein, werden noch kommen, wenn dann die Irrlehren und Sekten verschwinden, wenn sie mit der Geißel der Strafrute geläutert werden und verstummen, dann wird es herrlich und Frieden werden. Die Strafe trifft die ganze Welt. Die drei Tage der Finsternis sind zu vergleichen mit den drei Stunden Jesu am Kreuze. Und sie kommen schnell. Es wird plötzlich Nacht werden und die Erde wird zittern und beben wie noch nie. Wollen wir doch ausrufen, Herr, segne uns, denn wir werden alle Märtyrer im Kampf der drei Tage, weil da quasi wie alle Teufel los sind und man mit ganzem Glauben und Gebet sich ihnen entziehen muss. Sie nennt es, es pocht der Finger Gottes an die Weltkugel. Das ist dieser Komet. Dann wird die ganze Welt ein Hirt und eine Herde werden. Nachher, wenn die Feinde weg sind. Viele andere sagen dasselbe. Sehr ausführlich, Mutter Graf von Appenzell, die hat in der Nähe von Wiel gewählt, wo ich vorher war, auch eine sehr ernsthafte Seele, beschreibt das ausführlich. Genau dasselbe, auch dass die Teufel über die Feinde herfallen. Theresia Higginson, die von ihren Beichtvätern für eine der größten Heiligen gehalten wurde. Und viele andere. Und der heilige Caspar Buffalo, den ich schon erwähnt habe, alle Verfolger der Kirche werden vernichtet während der drei Tage Finsternis. Möglicherweise gibt es noch etwas, aber in Bezug auf diesen Punkt habe ich keine Sicherheit erlangen können. Aber Malachi Martin deutet mehrfach ziemlich beharrlich, aber sehr geheimnisvoll an, dass es neben diesen Strafen noch eine weitere Strafe gibt, dass nämlich jede Seele ihren Zustand einen Moment sehen wird. Und das sagt die Mutter, das steht in Garabandal. Ich halte zwar Garabandal nicht für echt, aber die Mutter Gottes hat das verschiedentlich angedeutet. Zum Beispiel in Hede, deutscher Erscheinungsort 1937, ist quasi halb anerkannt. Und anderen, irgendwo heißt es, für die in einer ernsten Quelle, alle Seelen, oder ich glaube in Hede ist das, dass alle Seelen, die nicht im Gnade der Heiligmachenden, im Stand der Heiligmachenden Gnade sind, werden für eine kurze Zeit wie in ein Meer von Feuer geworfen. Dann ist die Trennung der Seelen. Die einen werden richtig böse und die anderen versuchen sich zu bekehren. Die Strafe allein ist natürlich nicht die Grundlage für eine große die alleinige Grundlage für eine große Bekehrung. Aber es ist die Voraussetzung. Es muss das Unkraut einmal raus, dann aber muss begossen werden, damit der Weizen wächst. Und
der heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort spricht über diese große Bekehrung. Er sagt, es wird nachher eine Sintflut der Gnade über die Erde hereinbrechen. Ähnlich spricht die Marie de Valley, das Beichtkind von Johannes Oed, der die Herz-Jesu-Herz-Maria-Verehrung für die moderne Zeit begründet hat. Sie hat 12 Jahre Hölle gelitten für die Bekehrung des 20. Jahrhunderts. Und sie spricht von einer Sintflut der Gnade, sodass die schwere Sünde für eine Zeit auf der Erde aufhören wird. Also das werden wir dann am Sonntag noch in der Predigt, wenn wir diese positive Seite dann noch Gelegenheit haben zu vertiefen. Also wir können nichts anderes sagen, geben wir uns in die Hände Mariens. Es heißt auch, vielleicht nicht im dritten Geheimnis, aber bei vielen, vielen Offenbarungen, in dieser ganz schweren Zeit werden die Kinder Mariens einen völlig außergewöhnlichen Schutz genießen. Nicht nur einen normalen Schutz, einen außergewöhnlichen, geradezu wunderbaren Schutz, der bis dahin gehen kann, dass sie vielleicht eine Zeit lang keine Nahrung brauchen oder so, wenn die Verfolgung dann ihren Höhepunkt erreicht. Also seien wir Kinder Mariens, haben wir nicht Angst. Die Welt muss offenbar durch schwere Zustände, sonst werden die Irrtümer nicht überwunden. Wenn die Kirche hat sich auf dem Zweiten Vatikanum der Welt gegenüber geöffnet und gemeint, sie kann nur fruchtbar werden, wenn sie das Aggiornamento betreibt, sich der Welt öffnet. Und das kann man der jetzigen Hierarchie nicht mehr austreiben, mit Hilfe von menschlichen Überzeugungen. Sie muss total enttäuscht werden von der Welt. Nur eine solche extreme Enttäuschung durch Verfolgung vom Islam, von der Welt, wird den Ökumenismus und die Religionsfreiheit und das Aggiornamento dann begraben. Und die große Gnade, die der Himmel dann der Erde schenken wird, wird auch den Liberalismus überwinden. Die Menschen werden nicht mehr in der Freiheit ihr höchstes Ideal suchen, sondern in der Vereinigung mit dem Willen Gottes. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so, das hat eine tiefe Grundlage, davon können wir vielleicht auch noch Sonntag ein wenig sprechen. Die heutige Predigt wird gewissermaßen ein Abschlussvortrag einer Vortragsreihe sein von dieser Studienwoche. Ich muss da mal einen kleinen Rückblick halten auf die Vortragsreihe. Es ging um den Inhalt des dritten Geheimnisses von Fatima. Ich habe zunächst nachgewiesen, dass im Jahre 2000 nur ein Teil veröffentlicht wurde. Eine Vision und der Kommentar, die Erklärung der Vision, wurde offensichtlich unterschlagen. Inzwischen wissen wir das noch sicherer, weil seit in den letzten paar Jahren gab es ein paar Veröffentlichungen von den Schwestern von Coimbra über das dritte Geheimnis, also indirekt oder direkt über das dritte Geheimnis, einfach aus den Tagebüchern und Briefen von Schwester Lucia, die ganz offensichtlich den Inhalt des dritten Geheimnisses enthalten, im Paraphrasieren. Und es sind ganz offensichtlich Dinge drin, die bisher nicht veröffentlicht waren. Und seit vielen Jahren die Aussagen von denen gesammelt, die halt den Inhalt kannten, aber uns nicht, die es nicht sagen konnten, aber doch Andeutungen gemacht haben. Wenn man alles, insbesondere die Veröffentlichungen der Schwestern von Coimbra, in den letzten Jahren zusammenstellt, kommt man auf folgenden Inhalt des dritten Geheimnisses. Es ist mehr als man denkt, erschreckender als man denkt, aber auch tröstender als man denkt. Es sind drei Hauptpunkte, und die drei Punkte haben eine Gemeinsamkeit, die lässt sich deutlich nachweisen. Alle drei Punkte sind apokalyptisch.
vertrieb sie im strengen Sinne des Wortes. Nicht nur irgendwie was, irgendwie irgendwelche Krisen, sondern das, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Das ist klar, das geht etwa voraus nach vielen Bemerkungen, etwa von Kardinal Ratzinger damals Interview mit Missouri und dann vor allem zum konkreten Inhalt. Und es sind drei Punkte. Erster Punkt, apokalyptische Glaubens- und Kirchenkrise. Also nicht nur irgendeine, sondern eine apokalyptische oder die apokalyptische Glaubens- und Kirchenkrise. Eine Aussage, die man deutlich, die sicher darin enthalten ist, ist der Infiltration der Kirche bis in die Spitze, beispielsweise. Die lässt sich rekonstruieren. Dann der zweite Punkt. Ich kann jetzt das natürlich nur immer ein bisschen andeuten. Die entsprechende Antwort Gottes auf diese Krise, nämlich eine apokalyptische Strafe für die Welt, aber speziell für die Kirche noch zusätzlich. Und das wird nicht ohne Blut sein. Und sie ist so, dass man sie nur apokalyptisch nennen kann, sowohl die Strafe für die Welt wie für die Kirche. Und jetzt denken Sie ja, was wird jetzt beim dritten Punkt kommen? Noch schlimmer? Nein, diesmal kommt es positiv. Das ist, warum Gott das alles zugelassen hat, warum Gott die Krise jetzt zulässt. Weil es ist, Gott schreibt, wie man sagt, auf krummen Seiten gerade, weil das gewissermaßen die Reinigung ist, in Bezug auf das Gute, das er wirken will. Der dritte Punkt ist nämlich eine apokalyptisch große globale Bekehrung der gesamten Welt. Man kann es sich fast nicht vorstellen, aber es ist so. Ich werde Ihnen das jetzt in der Predigt versuchen, die Zeugnisse dafür zu geben. Zunächst einmal, wie man es mal weiß, im dritten Geheimnis. Und dann die Bestätigung durch viele andere Offenbarungen von marianischen Heiligen. Es ist ganz eindeutig. Zunächst einmal das zweite Geheimnis, das, was die Mutter Gottes am 13. Juni 1917 gesagt hat und was schon 1940 dann veröffentlicht wurde. Da heißt es: Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Ausnahmen, dass ich bekehren wird, weinen. Und der Welt wird einige Zeit des Friedens geschenkt werden. Maria spricht im Zusammenhang mit der Krise und dem Frieden, dem folgenden Frieden, vier oder fünfmal von der Welt. Eigentlich ganz ungewöhnlich. Im Neuen Testament ist die Welt ja immer, fast immer im schlechten Sinn gemeint, im antichristlichen Sinn. Wenn das eben zu Gottes von der Welt immer, die Krise ist in der Welt und auch die Erneuerung, der Frieden ist der Welt, dann kann das wohl nur bedeuten, das Ganze ist weltweit. Und das stimmt ja, wir sehen, die Krise ist wirklich weltweit, ist global. Und so wird auch, wenn diese Krise überwunden wird, wird auch diese Überwindung global sein. Es geht heutzutage auch gar nicht mehr anders. Der Friede, der kommt, wird global sein. Aber kommt die Mutter Gottes vor 100 Jahren im Voraus, nur um zu sagen, ein politischer Friede kommt? Nein, sicher nicht. Dieser politische Friede, den sie ankündigen kann, nur die Widerspiegelung des Friedens der Menschen mit Gott sein. Aber der Friede der Menschen mit Gott kann nur im wahren Glauben sein. Also ist das zumindest implizit einschlussweise schon mehr als eine Andeutung einer universalen Bekehrung. Und das wird auch bestätigt durch das Tagebuch von Schwester Lucia, diese neuerliche Veröffentlichung, wo zunächst die Krise wird hier auch nicht, die Kirchenkrise wird in der Veröffentlichung übergangen, das war den Schwestern wohl zu peinlich, das
sie nicht sagen, aber die Strafe kam dann, die apokalyptische Strafe, die ich jetzt nicht in diesem jetzt nicht im Detail sagen kann. Das Ende ist jedenfalls das, was die drei Tage Finsternis genannt wird. Das ist eine globale Naturkatastrophe, kann man sozusagen sagen. Aber das ist nicht das Einzige. Dann schreibt Schwester Lucia, dann fühlte ich das schnelle Schlagen meines Herzens und in meinem Geist das Echo einer liebenswürdigen Stimme, die sagte. Und sie beschreibt dann zwei Ebenen. In der Zeit ein Glaube, eine Kirche, heilig, katholisch, apostolisch. In der Ewigkeit der Himmel. Das heißt, es ist Harmonie zwischen Himmel und Erde. Das, was wir im Vater unser erbitten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und sie schreibt nicht in Europa oder in Afrika, sondern in der Zeit. Das ist global. Genauso. Das kann nur die Erde meinen. Ein Glaube, eine Kirche, heilig, katholisch, apostolisch. Ja. Und dass das so gemeint ist, sehen wir noch die Andeutungen von Schwester Lucia. Im Jahr 1946 erinnerte Pater Jongen, ich weiß nicht genau, wie man das liest, Schwester Lucia erinnerte sie an die drei Thesen des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort, nämlich das universale Reich Jesu Christi wird kommen durch das Reich Mariens und nach der Verbreitung der wahren Andacht in der ganzen Welt. Und sie bestätigt das und fügt zugleich hinzu, und nach der Bekehrung Russlands. Die Bekehrung Russlands wird also nach ihr klar eine universale Bekehrung nach sich ziehen. Das, was der heilige Grignion das Reich Jesu Christi genannt hat, das Sie sicher schon im Goldenen gelesen, vielleicht ein bisschen überlesen haben, was global gemeint ist. Und dass Russland diese Rolle spielen wird, der Malachi Martin, der das Geheimnis kennt, gesagt hat, Russland, die Bekehrung Russlands nach der Wahl Russlands wird eine globale Bekehrung anstoßen, weil es offenbar der Welt so schlecht gehen wird, dass Russland dann so ein gutes Beispiel geben wird, dass den einen Land nach dem anderen folgen wird. Unser Herr sagte am 29. August 1931 zu Schwester Lucia von Fatima, du tröstest mich sehr, wenn du von mir die Bekehrung dieser armen Nationen erbittest. Erbitte sie auch von meiner Mutter, indem du sagst, mildes Herz Mariens, sei du das Heil Russlands, von Spanien und Portugal, von ganz Europa und von der ganzen Welt. Wenn unser Herr also sagt, es tröstet mich sehr, wenn du das erbittest, dann heißt es ja wohl, dass es geben will. Also will er das geben, Bekehrung Europas und der ganzen Welt. Kardinal Ottaviani hat 1968 ein paar Andeutungen über das dritte Geheimnis gemacht in einer Predigt und völlig unerwartet, quasi aus dem Zusammenhang gerissen, beendet er die Predigt mit Freut euch, denn das Reich Gottes ist nahe. Auch Monsignore Nels Capovilla, der unter dem Jahr 1923 das Geheimnis kannte, versicherte, dass im Geheimnis die Ankündigung eines absolut außergewöhnlichen Ereignisses, eine Manifestation des Übernatürlichen, davon geschrieben steht. Also nicht nur von Krise, sondern tatsächlich ein ungeheures Gnadenereignis. Interessant ist auch, dass auch der Name von Fatima das bestätigt. Fatima ist der Name einer islamischen Fürstin, so berichtet es die Tradition, die sie zum katholischen Glauben gekehrt hat. Übrigens auch Lourdes, kommt von Lourdes, ein islamischer Fürst, der sich zum katholischen Glauben gekehrt hat. Das ist wohl kein Zufall, dass diese beiden großen Marienvatersorte solche Namen haben. Zeigt die Maria, wie wirklich den Islam bekehren. Und schauen wir einmal, dass auch durch andere Prophezeiungen bestätigt wird, das, was im dritten Geheimnis steht, was angedeutet
ist mehr als angedeutet, was wir schon sicher erkennen können. Aber es wird noch deutlicher, noch sicherer, wenn wir schauen, was andere marianische Heilige etwa gesagt haben. Etwa den heiligen Grigio von Montfort, die großen Heiligen, die Marienverehrung. Er schreibt in seiner Abhandlung von der warmen Andacht: Maria muss mehr als je von Barmherzigkeit erstrahlen, an Kraft und an Gnade in diesen letzten Zeiten. Er bestätigt also, es geht um die letzten Zeiten. Er tut den großen Kampf, den ungeheuren Kampf, voraussagen, ungeheure Verfolgung und dann aber auch, wie es jetzt kommt, den großen Sieg an Barmherzigkeit, um die armen Sünder und die Verirrten wieder zurückzuholen und liebevoll aufzunehmen, die sich bekehren werden und zur katholischen Kirche zurückkehren werden. An Kraft gegen die Feinde Gottes, die Götzendiener, also die Heiden, die Schismatiker, Mohammedaner, Juden und verhärteten Gottlosen, die sich in schrecklicher Weise revoltieren werden, um alle ihnen Entgegenstehenden zu verführen und zu Fall zu bringen, sei es durch Versprechen oder durch Drohungen. Dann aber kommt es zu einer Bekehrung eben dieser. Er sagt, wann wird diese Sintflut des Feuers der reinen Liebe kommen, die du auf der ganzen Erde anzünden musstest, auf eine so milde und zugleich vehemente Weise, dass alle Nationen, die Türken, die Götzendiener, die selbst die Juden davon erfasst werden und sich bekehren würden. Der heilige Ludwig Maria nennt dementsprechend Maria die Vernichterin der Feinde Gottes. Er sagt, wenn es also, wie es sicher ist, die Erkenntnis und die Liebe Jesu Christi in diese Welt kommen werden, dann wird die notwendige Folge der Erkenntnis und Herrschaft der allerseligsten Gottesmutter sein, die Christus zum ersten Mal zur Welt gebracht hat und die ihn zum zweiten Mal offenbar machen wird. Und er sagt, die grundlegende marianische Prophetie, Genesis 3,15, dass Maria, die Gott dem Adam gesagt hat, der Maria mit dem Teufel, das Haupt zertreten, sie bezieht sich vorwiegend auf diese Zeiten, wo nach der großen Verfolgung Maria über die Schlange siegen wird. Er sagt, ach, wann wird die glückliche Zeit kommen? Ach, wann wird die glückliche Zeit kommen, da die Heere Jungfrau Maria als Herrin und Herrscherin der Herzen eingesetzt und anerkannt wird und die Seelen, um alle Seelen der Herrschaft ihres geliebtesten einzigen Sohnes zu unterwerfen. Wann werden die Seelen ebenso die liebe Maria atmen, wie die Leiber die Luft? In jenen Tagen werden wunderbare Dinge in ihnen geschehen, wenn der Heilige Geist seine treue Braut in den Seelen gleichsam wiedergebildet sieht. Er wird in reicher Fülle auf diese herabschweben und mit seinen Gaben, besonders mit der Gabe der Weisheit, erfüllen. In La Salette ist die Mutter Gottes nicht weniger eindeutig. Sie sagt, das ist in anderen Aussagen von Melanie, Schwester Melanie, die nicht im allgemeinen Geheimnis enthalten sind, die ganze Erde wird katholisch sein. Während einer ziemlich großen Zahl von Generationen werden alle Menschen gute Christen sein. Aber auch sie beschreibt davor, die große Krise, und erst dann wird die Mutter Gottes dem Teufel das Haupt zertreten. Während einer ziemlich großen Zahl von Generationen, Jahrhunderte lang, sagt sie an anderer Stelle in einem Brief. Es wird dann ein eigentlicher und wirklicher Friede auf Erden herrschen, keine Sekten mehr, keine Heresien. Die Liebe wird blühen, es wird die Herrschaft Jesu Christi und Mariens sein. In einem anderen Brief, alle werden sich bekehren, alle werden den alleinigen und einzigen Gott des Himmels und der Erde preisen. Das Evangelium Jesu Christi wird in seiner ganzen Reinheit auf der ganzen Erde gepredigt werden. Die Kirchen werden wieder eröffnet werden.
Die Könige werden der rechte Arm des heiligen Stuhles sein. Es wird nur noch ein Hirt und eine Herde sein. Die Liebe wird in allen Herzen herrschen. Und noch weitere ähnliche Aussagen von hier, die ich nicht alle zitieren kann. Es wird aber nicht nur eine Ausbreitung des Glaubens sein, extensiv, sondern auch intensiv, eine Vertiefung des Glaubens nach dem Wort Gottes. Und von La Salette. Und sie spricht davon, dass sie eben dazu einen bestimmten Orden dann verwenden wird. Der Orden der Apostel der Endzeit wird nicht nur die Aufgabe haben, die Ungläubigen zu bekehren, sondern auch den Geist des katholischen Priestertums wiederherzustellen und den katholischen Glauben von seinen theologischen Verirrungen zu reinigen. Zitat: Er, dieser Orden, ist notwendig, um den priesterlichen Geist wieder zum Leben zu erwecken. Melanie nennt diese Missionare, die Kämpfer für Jesus Christus und die Doktrin, also die theologische Glaubenslehre. Und sie, ich sah und verstand, dass die Liebe Gott wünschte, dass dieser Orden gegen all die Irrtümer kämpfe, die die Dekadenz des Klerus und des Ortsstandes und den Verfall der christlichen Gesellschaft herbeigeführt haben. Schauen wir, was der heilige Pater Maximilian Kolbe sagt. Unser Zeitalter ist das der Immaculata, wie es die anderen sagen, dass es das Zeitalter des Heiligen Geistes sei. Die Schlange erhebt ihr Haupt auf der ganzen Erde, aber die Immaculata wird es durch entscheidende Siege zertreten. Dann werden, schreibt er in einem Mittel, dann werden die Heresien und Schismen aufgelöst werden. Und dank der Immaculata werden die verhärteten Sünder zu Gott zurückkehren, zu seinem Herzen voller Liebe, und alle Heiden werden sich taufen lassen. Man glaubt zu träumen, aber sie sind alle, diese Prophetien sind einer Meinung. So wird sich das erfüllen, was die selige Katharina Labouré, welcher die Immaculata, die wunderbare Medaille geoffenbart hatte, vorausgesehen hatte, nämlich, dass die Immaculata die Königin der ganzen Welt werden wird und jedes Einzelnen im Besonderen. Also jedes Einzelne, nicht, das sind nicht, da sind keine Länder, die nicht mitmachen. Die Mutter Gottes sagt ja zu Katharina Labouré auch, Maria ist die Königin des Universums, speziell von Frankreich. Es wird eine Zeit des Friedens, der Freude und des Glücks, welche lange dauern wird. Genauso wie Melanie sagt, es wird lange dauern. Und Pater Kolbe sagt, ihr werdet eines Tages die Statue der Immaculata auf der höchsten Zinne des Kremls aufgestellt sehen. Das heißt, es ist genau das, was Schwester Lucia klar gesagt hat, die Bekehrung Russlands bedeutet, Russland wird wieder katholisch werden. Wenn die Statue der Immaculata auf dem Kreml ist, heißt es, dass die Politik Russlands katholisch wird. Die Immaculata wird nämlich von der Orthodoxie abgelehnt. Sie lehnen offiziell die unbefleckte Empfängnis ab, und damit die Immaculata. Sie lehnen auch den Rosenkranz ab, den die Mutter Gottes in Fatima gefordert hat. Also wenn die Bekehrung Russlands nur eine Bekehrung zur Orthodoxie gewesen wäre, wäre das eigentlich eine Verhöhnung der Mutter Gottes, die in Fatima erschienen ist, denn sie verlangt ja den Rosenkranz, den die Orthodoxie ablehnt. Sie verlangt die Verehrung des unbefleckten Herzens, welche, und diese Unbefleckheit wird von der Orthodoxie abgelehnt. Das wäre also auf keinen Fall ein Sieg Mariens. Das kann unmöglich sein. Das heißt, die Bekehrung ist noch nicht gekommen, so wie die Weihe noch nicht war. Die selige Maria Agreda, ohne dass ich nun alle diese Aussagen dogmatisieren will, aber ich nehme das alles als Bestätigung, dass die Mutter Gottes in Fatima, eben dass das ja, als Zusatzbestätigung, dass das wirklich wahr ist und wahr sein kann, was die Mutter Gottes in Fatima im Geheimnis sagt. Maria von Agreda, es wurde mir geoffenbart, dass durch die Fürbitte der Mutter Gottes alle Heresien verschwinden werden. Der Sieg über die Heresien wurde
Maria hat ihre Erlösung begonnen und durch ihre Fürbitte wird sie vollendet werden. Und so weiter. Maria wird das Reich Jesu Christi über die Heiden und die Mohammedaner ausdehnen. Und es wird eine Zeit großer Freude sein, wenn Maria als Meisterin und Königin intronisiert wird. Marie de Valle ist das Beichtkind des heiligen Johannes Böd und er hat sich im Vergleich zu ihr als ganz gering angesehen. Sie hat nämlich für die Bekehrung des 20. Jahrhunderts 12 Jahre die Hölle gelitten. Und sie hat zusammen mit ihm für die moderne Zeit die Verehrung der Herzen Jesu und Maria grundgelegt. Das heißt da in einer Biografie von ihr, da Gott ihr von einer allgemeinen Bekehrung gesprochen hatte, bot sie sich als Sühnopfer an, damit sich diese verwirkliche. Und Gott, schrieb der heilige Johannes Böd, erhörte ihr Gebet. Marie sah die Sünde als dreifach gewundene Schlange, die Sünde der Priester, der Herrscher, der Völker, die sich in den Schweif biss, das heißt, die sich selbst zerstören will. Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Der Geist Gottes wird die Erde erfüllen. Diese Worte betreffen die Zeit, sagt sie, in der der Heilige Geist die ganze Erde mit dem Feuer der göttlichen Liebe zünden und überfluten wird. Und sie sagt, es gibt 3 Sintfluten, die des Wassers, die alte Sintflut, die Sintflut des Blutes am Kreuz und dann die Sintflut des Heiligen Geistes, der die Flut von Feuer sein wird, Feuer des Heiligen Geistes. Aber zuerst noch wird sie sehr traurig sein, ebenso traurig wie die anderen, in dem, was vorausgeht. Es wird eine Flut von Gnaden regnen, die Erde wird von Heiligen bewohnt sein. Und es wird Märte der Liebe geben, die weit größer sein werden als die ersten. Und sie sagt auch, nach der großen Umkehr, oder das heißt eigentlich über sie, nach der großen Umkehr, für die Marie de Valle sich opferte, wird nach ihr nur mehr ein Hirt und eine Herde sein. Oft musste Marie den Dom zu Coutances in Frankreich feierlich wie bei einer Prozession durchschreiten. Und peinlich für die Menschen, die nicht verstehen, musste sie vor jedem Tor rufen: Ein Gott, ein Glaube, eine Taufe, eine Kirche und eine Hirte. Und durch diese Bußübung mithelfen, das dann eines Tages zu verwirklichen. Die Mutter Gottes sagt zu ihr, das Ende wird trostvoller, ruhmreicher und bewunderungswürdiger sein, als man glaubt, aber auch verheerender, gewaltiger, entsetzlicher zunächst, als man glaubt. Im Evangelium haben wir ja auch gehört von einem wunderbaren Fischfang. Zunächst schien die Apostel nichts zu fangen. In der Nacht, das scheint die heutige Zeit zu sein, es ist geistige Nacht, die Apostel fangen nichts. Im Gegenteil. Und dann, völlig unerwartet, als Gehorsam gegen den Befehl Jesu Christi, wurde Petrus dann nicht aus eigenem Antrieb gefischt hat, sondern genau das getan hat und die Netze ausgeworfen hat, wie unser Herr gesagt hat, dann kommt so ein Erfolg. Ja, wenn der Papst dann wieder gehorchen wird, dem Glauben, dem Willen Gottes und nicht und aufhören wird, das, was im Zweiten Vatikan begonnen wurde, eben menschlich der Welt gefallen zu wollen, dann wird es zu einer ungeheuren Wirkung, Bekehrung kommen. So dass das Schiff, heißt es, beinahe sank, oder beide Schiffe, 2 Schiffe beinahe sank. Es wird so viel Bekehrung kennen, man wird nimmer nachkommen. Bisschen ähnlich wie in begrenzter Weise es damals war bei den nach der Erscheinung der Mutter Gottes in Guadeloupe, wo 8 Millionen Indianer, die sich zunächst überhaupt nicht bekehren wollten, sich bekehrt haben. Nur noch kurz erwähnen, Bartholomäus Holzhauser, doch ein Priester, der eine Gemeinschaft gegründet hat, bisschen ähnlich, mit ähnlichem Geist, mit dem Priesterbruderschaft.
sagt, Herr Christus verspricht die Bekehrung der Irrgläubigen, die im sechsten Zeitalter erfolgen wird, wo sich auch die griechische mit der römisch-katholischen Kirche vereinigen wird. Selbe wie Fatima. Und Gottes sagt, die Bekehrung Russlands voraus, das ist eben mit der griechischen Kirche gemeint. Alle Ketzereien werden in die Hölle verbannt. Und das Reich der Türken wird zertrümmert werden. Alle Völker werden kommen und Gott ihrem Herrn in dem wahren katholischen Glauben anbeten. Und Friede wird auf der ganzen Erde sein. Und die selige Anna Maria Teitschi betont besonders die Bekehrung von England und von China und manches andere ließe sich noch hinzufügen, aber wollen die Sache nicht mehr verlängern. Auch schon die heilige Hildegard hat diese große Zeit, die große Verfolgung und die große Bekehrung voraus beschrieben. Wie gesagt, wird die Bekehrung nicht nur in die Breite gehen, sondern auch in die Tiefe. Es ging ja eine universale Bekehrung, die ganze Welt, ohne eine wirkliche Bekehrung in die Tiefe. Und wir haben schon gehört, das heißt, es wird Heilige gegeben, die noch größer sein werden als die bisherigen Heiligen. Eine Sintflut geradezu der Gnade. Wenn wir all diese Wahrheiten sind sehr tröstlich, dennoch ist das, was vorher geht, etwas angsteinflößend, aber die Mutter Gottes hat ebenso an vielen Orten, in Lazarett und anderen Orten gesagt, in der schweren Zeit werden die Verehrer Mariens, die wahren Kinder Mariens, einen ganz besonderen, ganz außergewöhnlichen Schutz genießen. Sie werden fragen, vielleicht sagt sich der eine oder andere, ja, ist das Geheimnis denn überhaupt für die Gläubigen bestimmt? Ist das nicht nur für den Papst bestimmt gewesen? Nein, es ist der ausdrückliche Wille der Mutter Gottes gewesen, dass dieses Geheimnis veröffentlicht wird, auch mit seinen schlimmen Seiten. Die Gläubigen sollten alle diese Dinge erfahren. Das Schlimme, aber auch das Trostvolle. Das Geheimnis ist überhaupt nicht für den Papst bestimmt gewesen. Es war an dem Bischof von Fatima oder von Lissabon gerichtet. Rom hatte sich dann aber hergeholt. Auch in Lazarett hat die Mutter Gottes verlangt, dass das Geheimnis, auch das schlimme Geheimnis, im ganzen Volke geoffenbart wird. Wo sie, die Mutter Gottes, die Kinder verlassen hat, sagte sie, meine Kinder, ihr werdet es meinem ganzen Volke mitteilen. Und sie drehte sich nochmal um, betonte es nochmal und wiederholte die gleichen Worte. Und die französischen Bischöfe, die das Geheimnis von Lazarett zu unterdrücken suchten, zu bekämpfen suchten, es ist überliefert, dass eine ganze Reihe von ihnen eines erschreckenden, schlimmen Todes gestorben sind. So wollen wir also den Schluss daraus ziehen und Kinder Mariens werden, aus dem Glauben leben, die kommende in schweren Zeiten. Wir müssen uns für die Mutter Gottes entscheiden, für den Willen Gottes. Johannes der 23. wollte das Konzil einberufen 1960 und er musste sich da offenbar, der Himmel hat ihn da in eine Entscheidung hineingestellt. Es wird überliefert, dass er wollte eigentlich zunächst mit dem Konzil ein Vereinigungskonzil mit den Orthodoxen machen. Er wollte das auf seine menschliche Weise. Aber die Mutter Gottes hat ja in Fatima die Vereinigung versprochen. Und das sollte er ja 1960 verkünden. Er musste sich also entscheiden 1960 zwischen dem übernatürlichen Denken und dem menschlichen, dem weltlich-diplomatischen. Und er hat sich für das Zweite entschieden. Mit all den Folgen, die jetzt für die Kirche gekommen sind. Malachim Martin, der das Geheimnis kannte, sagte, wenn der Papst das Geheimnis 1960 veröffentlicht hätte und die
Weihe Russlands spätestens dann gemacht hätte, wäre diese ganze Entwicklung nicht gekommen, wäre gestoppt worden. Denn im dritten Geheimnis ist das dritte Geheimnis ist in der Art eines Ultimatums geschrieben. Wenn nicht, dann wird es kommen. Also seien wenigstens wir in unserem Leben jetzt ganz übernatürlich, denken wir übernatürlich, lassen wir uns nicht von dem Menschen, allzu menschlichen Denken dieser Welt mitreißen, wenn die Mehrheit eben nicht so denkt, wenn die Kinder Mariens eine kleine Truppe sind, so wollen wir doch immer treuer bleiben und die Erfordernisse der Mutter Gottes von Fatima erfüllen. Den Rosenkranz, die Verehrung des unbefleckten Herzens, die auch bedeutet, dass wir diesen Geist des Glaubens und der Suche nach dem Willen Gottes, die in das Herz Maria durchdrungen hat, auch in unser Herz aufnehmen.